Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelen wieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talvar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder DSA ohne DSA-Regeln, dafür mit Regeln von Cinema. Und ja, wir spielen die Sternenträger-Kampagne oder fast das erste Abenteuer, der Ruf der Bahalür. Schön, dass ihr alle wieder hier seid. Ist denn alles schon da? Der Tengil ist da, hat auch gerade reingesuppt. Dankeschön, den Prime-Sub. Genau, Ocke ist da und der Gevatter und Valinoe hat gesuppt. Entschuldigung, nicht der Tengil. Tengil muss noch suppen, damit das gleich wieder stimmt. Ariakos ist auch da, sehr schön. Und Elanor ist auch da. Woher kommen die denn her? Ja, und wir spielen ja heute wieder die Sternenträger. Und können wir direkt mal rübergehen. Ich muss eine traurige Nachricht hinterlassen für ihr, die Gottwahl-Fans, für die Torvaler-Fans. Unser Torvaler ist heute leider verhindert. Deswegen ist Dicker heute leider nicht dabei. Aber mal schauen, ob wir torvalische Stimmung auch ohne Torvaler aufblitzen lassen können. So. Und wie ihr seht, im Overlay sind wir nun mit 5 Spielern am Start. Nicht nur mit 4. Und ja, ein bisschen Mysteriosität noch um Elanor. Haha, die nämlich auch mitspielt. Deswegen hängt sie auch im Chat rum. Und ja, mal schauen. Elanor ist dabei. Hallo. Ja, hallo zusammen. Genau. Ja, wir machen noch ein bisschen ein Geheimnis um deinen Charakter. Bild kann man schon sehen. Aber sonst noch nicht viel. Und genau, mal schauen, wo wir dich heute unterkriegen. Kann sein, dass es ein bisschen dauert. Mal schauen. Ach, ich höre gerne zu, wenn andere Schauspieler, besonders mit der Truppe hier, macht Riesenspaß. Das weißt du doch noch gar nicht. Du hast noch gar nicht mit uns gespielt. Ich habe gehört. Das sind wir auch ganz schlecht.
Oh Gott, nein, bitte. Naja, wer ist ja noch dabei, Corley? Hier, Rintaro ist auch noch dabei, denn wir brauchen einen Krieger aus Weiden. Ne? Das kann nur Hallo Rintaro zusammen. spielen. Ich bin dann die Ersatzgottwald-Stimmungsmacher-Person in diesem Raum. Ach so, okay. Ich hätte jetzt gedacht, der Pölle macht das, weil er nämlich Erfahrung damit hat, Gottwald-Torvaler Stimmung zu machen, aber. Ahoi, ihr Landratten. Genau. Aber heute spielt er eher so das Gegenteil von Gottwald-Torvaler. Ja. Alrikio. Den Fexgeweihten. Kio. Ja. Und last but not least, zumindest für heute, die Stadtpoetin ist auch noch mit am Start als Shayariel Eulenschwinge. Hallo zusammen. Genau. Und deswegen schöne Grüße nach da draußen an den Slive, unseren Torvaler. Wenn du das nachschauen solltest und uns irgendwie hörst, wir vermissen dich ganz doll und hoffen, dass du bald wieder mit dabei bist. Aber er hat auch schon in unserem Discord-Chat geschrieben, dass er total traurig ist, dass er heute nicht kann. Beine brechen ist eher Lumins Sache. Ja, das kann man so stehen lassen. Zumindest mehr als Eurytios. Er stellt lieber Weinchen. Stellt Beinchen, genau. Ja. Ich schau mal, dass ich euch mal hier einblenden kann, wo wir uns gerade ungefähr befinden. Hier ist eine Karte von Aventurien. Und hier ist die grüne Ebene. Und an der westlichen Seite der grünen Ebene entlang sind unsere HeldInnen gewandert. Und sind jetzt hier einmal querfeldein, so durch die Wälder. Und sind jetzt hier in der Nähe von Quillquell, also beziehungsweise in Quillquell. Angekommen, haben dort eine Rötenbau-Hexe kennengelernt. Zumindest eine Frau, die eine Kröte besitzt, die ziemlich vereinnahmend ist. Das ist eine Und Hexe. nein, nein, ist eine Frau mit Kröte. Ja, und Quillquell ist halt ein Dorf, das ein bisschen gezeichnet ist, beziehungsweise es war mal eine Stadt. Aber heimgesucht von einem Drachen und quasi fast entvölkert von einem Drachen. Der Drache ist inzwischen besiegt und tot. Aber nur noch wenige Menschen haben sich gedacht, oh, da bleiben wir doch hier am Leben und führen das Dorfleben weiter. Führt dazu, dass die Stadt halt ziemlich verwahrlost ist und nur noch so einzelne Häuser da, wo die Leute halt wohnen, irgendwie in Schuss gehalten werden. Und ja. Gibt einen bisschen trostlosen Anblick, wenn man so durch die Straßen läuft und sieht, wie sich die Natur irgendwie ihren Platz zurückerobert, obwohl für Shayariel ist das wahrscheinlich ganz schön. Genau. Und die nette Frau mit der Kröte hat auch einen Gast bei sich, nämlich eine fieberkranke Elfe, die nicht ansprechbar war. Und schwer krank und die gute Frau mit der Kröte hat euch losgeschickt, um Kräuter zu suchen, um die Elfe zu heilen. Und habt ihr auch wohlwissend gemacht, habt auf der Suche auch merkwürdige Dinge im Wald gefunden, nämlich zum Beispiel einen Wagen. Einen Wagen ohne Räder. Eigenartig, eigenartig. Aber immerhin ein Wagen, die Ponys, die vor dem Wagen mal gelaufen sind, tot daneben. Anzeichen für Goblin-Angriffe gab es. Und wir haben beim letzten Mal auch damit geendet, dass Lumin mit lautem Bohai den Goblins entgegengerufen hat, was sie denn wollen, weil die Goblins nämlich auch nach Quillquell jetzt gekommen sind, mit ganz vielen Leuten, mit Speeren und Schilden und Säbeln. Und anscheinend kriegerisch unterwegs sind. Und Lumin hat sein Schwert gezogen und ist auf dem Konfrontationskurs, beziehungsweise er will ja eigentlich verhandeln, aber er kann kein Goblinisch. Und ruft deswegen auf bestem Weidner Gareti, was wollten ihr den Goblins entgegen? Shayariel hat per Magie eine Eule gerufen, um die Kräuter schnell zur Frau ins Dorf zu fliegen,
damit die Elfe geheilt werden kann und um Lumin mit ihrem Bogen aushelfen zu können, falls es zum Konflikt kommt. Ja, Snorri ist natürlich auch mit seiner Axt am Start. Und ich weiß jetzt nicht, ich glaube, ich hatte es gar nicht erwähnt, wo Eritio sich rumtreibt. Aber vielleicht können Hölle uns ja beschreiben, was der so gemacht hat. Oder ob der auch irgendwie davon mitbekommen hat, dass die Goblins angreifen. Vielleicht ist das ja auch irgendwo versteckt und beobachtet die Szenerie aus sicherer Entfernung, oder? Ja, also Eritio war ziemlich sicher auch erstmal noch nach so ein bisschen dem Sinn und Zweck der ganzen Unternehmung nachspüren müssen. Wir sind ja ziemlich reingestolpert und haben auch ziemlich gesagt, ah ja, hier, Götter, Schicksal, los. Ich würde das allerdings alles ein bisschen genauer gerne auch wissen, hat mich heute, also als wir dann so ein bisschen Quillquell unsicher gemacht hatten, bei der Kräutersuche, also für die Kräutersuche etwas abgesetzt. Ich kann dann eh nicht helfen. Also, sorry, aber ich habe außer Pflastersteine herzlich wenig Landschaft gesehen in meinem Leben. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber was ich ganz gut kann, ist mich auch mal zurückziehen und ein bisschen meditieren über das, was denn so ansteht, was auch nicht nur mein Gott, sondern vielleicht auch die Götter mit dieser Reise bezwecken, weil ich mag ja vielleicht von Fex gesendet sein. Das gilt allerdings ganz bestimmt nicht für den Weidner und sowas von gar nicht für den Torwaller und am allerwenigsten für die werte Frau Elfe. Zumindest nicht in offizieller Weise. Ne? Also nicht so direkt. Vielleicht hat der Herr Fex ja auch da seine unsichtbare Hand des Marktes im Spiel. Mir ist wichtig, da ein bisschen auf die dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Deswegen habe ich mir meine Würfel geschnappt und zum einen versucht, ein bisschen zu orakeln mit meinen Würfeln. Habe auf noch nicht offenzulegende Weise meditiert. Habe versucht, Zeichen zu lesen und werde damit auch meine Zeit verbracht haben, bis ich dann wahrscheinlich Tumult aus dem Ort vernehme, gehe ich davon aus. Also Lumin ist jetzt nicht unbedingt subtil vorgegangen, habe ich das Gefühl. Soweit ich weiß, sind wir sogar ein Stück noch im Wald, oder? Ja, ihr seid noch vor dem Dorf, ja, genau. Okay. Aber es kommt schon aus der Nähe, ja. Mhm. Aber ja, er hat schon Stimme, Lumin. Also von daher, wenn das trägt sich etwas durch den Wind noch. Ja. Also ja. Wie viel Würfel hast du denn da, mit denen du orakeln kannst? Sind das nur zwei oder wie viel sind das? Also ich hab ja immer drei Würfel dabei. Mhm. Für gewöhnlich ist die einfachste Methode, die einfach zu werfen und zu schauen, wie viele Versuche ich brauche, um exakt 9 Augen zu würfeln. Mhm. Was Lumin vielleicht auch gefällt, wenn ich 9 Augen würfeln will. Ich kenne so einen See. Ja. Genau. Weil 9 ist eben die Zahl, die dem Herrn Fexen zusteht, zugeteilt ist im 12-göttlichen Kalender. Und je nachdem, wie die Würfel da fallen, je nachdem, was da so zwischendurch auch noch für andere Augen fallen, kann ich normalerweise zumindest einen ungefähren Eindruck von Antworten auf Fragen bekommen. Es ist ja alles keine exakte Wissenschaft. Ne? Wir befinden uns ja hier im Bereich der Götter und des Glaubens und nicht zum Beispiel der Mathematik, die in Grangor ja auch eine Rolle spielt an der einen oder anderen Stelle. Also du wirst feststellen, dass du brauchst gar nicht so lange, um 9 zu würfeln. Aber es ist auffällig, dass ziemlich oft die 9 mit 5 und zweimal der 2 auftaucht. Also fast immer. Was auch immer das die jetzt irgendwie sagen.
soll oder kann. Aber von, keine Ahnung, wenn das zu 10, 20 Mal machst und davon sind bestimmt ja auch 15 Mal 5 und 2 Mal die 2 dabei. Was schon auffällig ist. Ja, also ich natürlich gehe ich da so Fragen durch, die mich halt beschäftigen. Ne? Also das ist für mich halt auch eine Form von Gebet, eine Form von Anvertrauen, weil ich durch diese Fragen halt mich ja auch an den Listigen, also dem Listigen anvertraue. Und sind das denn dann eher so Situationen, wo ich zum Beispiel auf die Personen der Gruppe aus bin, wenn ich mich eher darauf konzentriere mit meinen Fragen beim Würfeln? Oder ist das so Wildwuchs durch alle möglichen Themengebiete durch? Vor allen Dingen, wenn du über die Gruppe philosophierst, dann kommt diese Zahlenmystik. Aber auch wenn du irgendwie deine Bedenken gegenüber diesem merkwürdigen Spinnenvieh und was ihr gelernt habt über den Vampirismus und so irgendwie, was wenn du da nochmal drüber sinnierst, auch was die Magier irgendwie erzählten, irgendwie von diesem Urelfen-Vampir, der da irgendwie sein soll. Wenn du über diese Sachen irgendwie orakelst, auch dann kommt das ziemlich häufig. Und was hättest du sonst noch so für Fragen, über die du nachsinnen möchtest? Ja, also da geht es halt viel um meine eigenen, also ich suche halt einfach Versicherungen, ne? Ich suche Sicherheit, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich mit der Gruppe denn jetzt dann auch weitergehen. Also es ist ja relativ unüblich, dass ich mich einfach so ohne einen abgeschlossenen Vertrag so einer Heldengruppe anschließe, die einfach in die Wildnis stapfen möchte. Das ging ja ziemlich Schlag auf Schlag. Für die geneigte Zuschauerin, Fexgeweihte tun normalerweise relativ wenig ohne eine ganz, ganz klare und auch wortgetreue Absprache, die dann durchaus unter Umständen auch bis ins Kleinste wörtlich genommen wird, damit man sich selber noch ein bisschen was rausziehen kann. Darauf habe ich alles verzichtet, ne? Also wir kriegen kein Tagegeld oder so, also ich kriege hier ansonsten keine Belohnung, außer im Prinzip, dass ich das Gefühl habe, ich werde hier gerade mitgeschleift, mitgeschickt. Und das versuche ich so ein bisschen zu klären, ob das wirklich Fexens Wille ist, ob ich mich hier auf dem Holzweg befinde. Ja, dadurch, dass sehr oft die 9 gewürfelt wird, ziemlich schnell, weiß ich nicht, ob du das deuten kannst in diese Richtung. Also ich nehme das auf jeden Fall schon mal als Bestätigung. Wenn die 9 oft fällt, wenn es vor allem auch mit dieser Auffälligkeit, ne? Mhm. Also das 5-2-2, das irritiert mich ein bisschen, weil ich eigentlich davon ausgegangen wäre, dass da entweder was mit 4 oder mit 6 geht ja nicht, aber eher so, wenn das über eine 7, also 4-3-2 laufen würde, dann würde mich das eher. Weil wir haben 3 Magier dabei. Das hätte mich voll abgeholt, sage ich jetzt mal. Gerade wenn es um die Personen geht. Ja. Ist aber nun die 5-2-2 geworden. Ziemlich häufig. Hin und wieder halt auch eine andere Zahl, aber in der Häufigkeit halt sehr auffällig. Vor allen Dingen, weil auch immer zuerst die 5 gefällt. Also ist auch noch in der Reihenfolge die immer 5-2-2. Also zwischendurch schüttle ich vielleicht auch noch einfach mal so einen Würfel, um zu gucken, ob die noch funktionieren. Ich hab ja gar nicht gezinkt, was ist denn los? Das sind doch meine nicht gezinkten. Ja. Also irgendwas ist da irgendwie, ist da auf jeden Fall jemand, der dir gerade zuhört. Zumindest das kannst du schon mal mitnehmen als Motivation. Und du fühlst dich auch, während du da irgendwie so am Waldrand, vielleicht hast du dir eins von den halb verfallenen Häusern gesucht, ein bisschen Abgeschiedenheit zu haben. Auch, du fühlst dich auch hin und wieder, während du da so sitzt und meditierst, wenn du die Augen schließt und so ein bisschen in dich gehst, immer, also am Anfang machst du das so ganz
mit Routine und routiniert. Und dann irgendwann hast du immer so das Gefühl, irgendeiner steht am Eingang und beobachtet dich oder so. Aber wenn du dann die Augen aufschlägst, da hinschaust, ist da halt nichts. Also du fühlst dich mal ein bisschen beobachtet. Das Gefühl klingt dann irgendwie ein bisschen ab mit der Zeit, weil du gehst dann noch gucken, da ist halt wirklich keiner, kannst keine Spuren finden, kein gar nichts, irgendwie keine abgeknickten Zweige und so. Und auch irgendwie, wenn du dann darüber meditieren solltest, irgendwie ist hier irgendjemand oder so, der mir was will. Das Gefühl flacht dann so ein bisschen ab. Ob das jetzt deswegen ist, weil du dich daran gewöhnst, dass es da ist, oder ob da nichts mehr ist, ist so ein bisschen schwierig zu unterscheiden. Nee, ich bin mir dann eigentlich ziemlich sicher, dass das vielleicht auch die etwas irritierende Umgebung ist und die Gegenwart des Listigen. Ja, du kannst also, auch hier wenn noch ich mich beobachtet fühle und keine Spuren finde, muss wohl jemand sich sehr gut verstecken können. Wer könnte das besser als mein Gott? Genau. Wenn du so ein bisschen auf die Spurensuche gehst, dann findest du auch auf jeden Fall etwas, was du sonst wolltest ja eigentlich Spuren finden, aber du wolltest nicht finden, so Überreste von so letzte Hinweise darauf, was hier mal passiert ist. Irgendwie so ein angekokelte, dass man sieht, dass die Mauer irgendwie angeflammt wurde, Drachenfeuer hier irgendwie gewirkt hat oder so. Oder halt so ein Schattenüberrest von einem Menschen wahrscheinlich oder sowas, der hier wahrscheinlich in der Flamme gestanden hat oder so. Alles das, was du eigentlich nicht suchen wolltest, findest du dann hier eher was mit der Vergangenheit dieses Dorfes zu tun hat. Und dann kommen irgendwann so die Rufe von weit her irgendwie aus dem Richtung Wald, wo du Lumin rufen hörst. Was wollt ihr hier? So subtil, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber das hat auch seine Vorteile. Grapsch meine Brocken und laufe so schnell es geht in eben jene Richtung. Du bist mute. Ist gemutet. Du biegst um die ersten zwei Häuserecken und siehst dann jetzt schon, was eigenartig ist, denn hier siehst du dann tatsächlich Spuren auf dem Straßensand. Kleine Stiefel und teilweise auch halt Barfußspuren. Auf jeden Fall sind hier ziemlich viele Gestalten gerade lang gelaufen, quer über die Straße, über den Sand. Und da du weißt ja, dass in dem Dorf jetzt nicht mehr so viele Menschen wohnen, also entweder sind die alle gleichzeitig da lang gelaufen oder irgendwas anderes ist hier gerade lang gelaufen, was ziemlich in Masse ist und was kleine Füße hat. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon darüber unterhalten, dass hier kein Zwergenvolk in der Nähe wohnt, sondern eher Rotpelze. Oh Mann, ey. Lumin ist Rondra, glaube ich, ne? Ich hoffe, der baut keinen Scheiß. Ich gebe Fersengeld. Also zurück zum Haus von der Frau? Also ja, also vor allem in die Richtung, von der ich, also Moment, die Spuren gehen in Richtung der Krötenfrau, nicht in Richtung von dort, wo ich den Ruf hergehört habe. Nee, in Richtung Ruf. Ja, dann, klar, dann Ruf. Ja, auf der kleinen Lichtung kurz vor dem Dorf schreit Lumin ja gerade den Goblins etwas entgegen. Kurz ja noch abgelenkt von dem Einwand, ob er denn überhaupt Goblinisch sprechen würde. Die machen irgendwie keine großen Anstalten. Du siehst das. Ich weiß nicht, ob Lumin schon mal Goblins gesehen hat oder mit denen in Kontakt getreten ist. Sind halt kleine, also vielleicht ja, also nicht Zwergengröße, so ein bisschen größer als Zwerge sind sie schon. Nicht so gedrungen, aber auf jeden Fall kann man die rot bepelzte Haut irgendwie schon ganz gut sehen, irgendwie zwischen den Rüstungsteilen, die so halb offen liegen.
eher so eine lederartige Rüstung kann Lumin erkennen. Die Waffen, die sie tragen, sind, manche sind viel zu groß für sie, die sie so in zwei Händen tragen. Das sind dann wahrscheinlich irgendwie menschliche Waffen. Und die, die sie selber zusammengezimmert haben, sehen ziemlich rustikal, Stein oder eher mit Steinklingen oder halt mit irgendwelchen provisorisch gestalteten, rostigen, schartigen Klingen, die man irgendwie zweckentfremdet hat. Metallteile. Was auch ja, ein bisschen schaurig aussieht. So. Irgendwie, auch die Schilde sind auch, irgendwie sehen aus wie so zusammengezimmerte Bretter. Also es ist alles so ein bisschen provisorisch, aber die Bewegungen, die diese Goblins machen, sind für einen geschulten Kriegerblick wie den deinen schon ziemlich, also du darfst die nicht unterschätzen. Die wissen gerade schon, was sie tun. Und zwar breiten die sich gerade aus, es sind viele, bestimmt, ja, zwei Hände voll. Und die sind sich auch dessen bewusst, dass sie viele sind. Das liest du so aus den Bewegungen heraus. Siehst du auch in den Gesichtern, in diesen langen Stirnen, die sie haben, mit der dicken Knubbelnase, irgendwie siehst du dann so ein zusammengekniffene, scheinen dich nicht richtig zu verstehen, scheinen irgendwie wahrscheinlich abzuwerten, was du mit deinem Geschrei gerade aussagst und schreien dann irgendwie auch wild gestikulierend zurück. Dann wird, was Lumin aber so oder so vorhat, ist, er baut sich mit seiner Körperstatur und seinem relativ breiten Kreuz schon auf, versucht also irgendwie körperlich eine ein bisschen einzuschüchtern. Und sie haben zwar schartige Waffen und viele und können sich wehren, aber er zeigt auf jeden Fall den blanken Stahl seines Schwertes, was wahrscheinlich ungefähr so lang ist wie vom Griff, von der Griffspitze bis zur Schwertspitze, wie vielleicht ein Goblin groß ist, vielleicht etwas kürzer. Will auf jeden Fall mit seiner Körperpose aussagen, Leute, mit mir ist nicht zu spaßen. Und würde einfach nochmal mit fester Stimme, ohne irgendwelche Anzeichen zu machen, dass er irgendwie eingeschüchtert wirkt, nochmal fragen, was wollt ihr von uns? Wir sind keine einfache Händlerin. Wir sind nicht so leicht zu verdauen. Und guckt so ein bisschen suchend in die Runde, ob sich irgendwo eine Art Anführer oder sowas herauskristallisiert. Du hast so ein hohes, quietschiges Gemurmel mit leichten, grunzenden Lauten untermalt. Hinter dir steht Shayariel. Was machst du? Ich ziehe mal so langsam meinen Bogen und mache mich zumindest kampfbereit. Snorri hat auch sein Schild gepackt und seine Skraja steht neben dir, lässt auch den Stahl der Skraja im restlichen Sonnenlicht funkeln. Den Schild hat Lumin tatsächlich noch auf dem Rücken, beziehungsweise ja, noch nicht an dem Arm geheftet, sondern man hört jetzt auch ein lauteres Gegrunze auch von der Seite. Und wenn ihr dann in die Richtung rüberschaut, seht ihr durch das Unterholzbrechen etwas größere Goblins. Nein, das sind keine größeren Goblins. Das sind Goblins, die auf etwas reiten. Die reiten auf Wildschweinen. Haben die mit so Zaumzeug irgendwie gebändigt und reiten da jetzt mit so einem Speer und einem Schild irgendwie auf diese freie Fläche raus. Kavallerie quasi. Dann wird Lumin nicht mit schnellen Aktionen, sondern ruhig und beharrlich langsam sein Schild von dem Rücken nehmen. Und erstmal gucken, ob, wie gesagt, er sucht weiter nach irgendwie jemanden, der nach einem Anführer ausschaut, dass wenn er jemanden hat, der das sein könnte, so nach dem Motto, dass er den als erstes angeht, in der Hoffnung, dass, der Schlange den Kopf abschlagen, dann dass der Rest eher flieht. Das ist jetzt so momentan seine Chance, falls es eskalieren sollte. Einer von diesen Wildschweinreitern trabt langsam vor, schaut dich irgendwie
Ja, eigentlich schaut er dich gar nicht an, sondern er schaut irgendwie gezielt an dir und an Snorri vorbei. Auf die beiden Frauen, die euch ja begleiten. Und grunzt denen das was entgegen. Also ich würde mich erstmal so ein bisschen demonstrativ in seine Blickrichtung stellen. So ein bisschen beschützend zwischen ihm und unseren Damen. Die Adepta ist dabei gewesen, ne? Genau, ja. Ja. Wobei er sich denkt, dass Shaariel sich durchaus selbst verteidigen kann, aber zumindest die Adepta. Bist du der Anführer? Hält aber seine Waffen, also sein Schild und sein Schwert noch eher unten? Ich würde mal. Er grunzt euch nur entgegen. Ich würde mal eine Nebelwand zaubern. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich mach's mal. Dahinter können wir uns verstecken. Dann sind wir nicht so leicht zu erkennen. Lumin sagt gerade so, bist du der Anführer? Und dann hörst du von hinter dir irgendwie Shaariel irgendwie anfängt zu singen. Lumin sichtlich verwirrt, guckt aber nicht nach hinten und will den Blickkontakt zu dem vor sie ihm nicht brechen. Plötzlich quillt zwischen deinen Füßen ein Weg Nebel entlang. Wird und breitet sich aus. Dann verliert Lumen ein wenig Fassung tatsächlich, weil er doch sehr überrascht ist, wie plötzlich schnell dieser Nebel herkommt. Die Goblins sind auch irgendwie aufgeschreckt worden durch die plötzlich entstehenden Nebel. Und dann dreht der Schweinemann irgendwie ab und galoppiert mit etwas schneller, als er gekommen ist, wieder zurück zu den anderen Schweinen. Ich schaue mich nochmal um und gucke etwas irritiert zu Shaariel. Da dich der Nebel nicht erfasst, wirst du uns nicht sehen. Wir sind so ein bisschen hinter dem Nebel geschützt und um dich herum wabert auch Nebel, aber die Goblins erfasst das nicht. Sodass wir die sehen, aber sie uns nicht so gut sehen. Ihr steht jetzt quasi in der Nebelwolke drin. Genau, wir stehen in einer Nebelwolke und bei dir ist sie so an den Füßen, weil anscheinend wollen sie dich ja nicht unbedingt haben. Okay. Quillt aber langsam auch nach oben, also das hüllt euch irgendwie gleich in so eine Nebelwand ein. Ich schau erstmal, wie die Goblins darauf reagieren. Die bleiben erstmal stehen und gucken sich das erstmal an. Ist auch der Moment, in dem Alricio irgendwie aus dem Dorf hinaustritt, irgendwie Richtung Lichtung. Und siehst dann jetzt irgendwie auch ein paar von den Goblins, die sich versteckt haben, so hinter Büschen, quasi im Rücken von Lumin und Shaariel stehen, also auf der Dorfseite, sich da hinter so kleinen Mauern und Zäunen und Büschen verstecken mit ihren Bögen und die dann auch irgendwie sich so angucken und leise miteinander grunzende Flüstertöne austauschen, als diese auf den Nebel deuten, auf diesen Nebelball, der da auf der Mitte der Lichtung irgendwie ist. Ja, dann dürftet ihr alle durch den Nebel hindurch ein lautstarkes Gorza hören. Beim Sternenglanz des nächtlichen Prunkhimmels. Santa Aurelia, bitte hilf mir. Und ich schau mal ich greife in meinen Beutel. Schau mal so zu den Goblins. Sieht aus wie eine halbe Armee, von so aus meiner Sichtweise, ja? Ja. So, die sind viele. Und im Nebel weiß ich ungefähr, wie viele Personen stehen. Dann greife ich mir so ein Silberstück und schmeiß das einfach irgendwo ins Gebüsch. Und brülle tatsächlich in Richtung beiden Parteien. Steckt doch bitte die Waffen weg und lasst uns einfach mal miteinander reden. Und sollte das funktionieren, müsste mich tatsächlich jede Person in ihrer Muttersprache verstehen. Ja, die Goblins mit den Bögen drehen sich zu dir um. Zeigen so mit ihren krallen Fingern so auf in deine Richtung. Reden. Reden? Ja, wir können Tee trinken. Sagt uns doch einfach, warum ihr hier seid. Wir müssen uns doch jetzt nicht sofort hier den Stahl um die Ohren prügeln, oder? Reden. Wollten auch reden. Super. Aber Großstich hat sich vor Rednerin gestellt.
Ja. Nicht nix reden wollen also. Ich will mit euch reden. Und ich werde ihm auch verklickern, dass er gefälligst auf mich zu hören hat in der Sache. Hm. Kommt so näher zu dir, watschelt so rüber, steckt den Bogen weg. Läuft so einmal so, Hände hoch, um zu zeigen, läuft so einmal so um dich rum. Du Mensch. Und meine Sprache sprechen. Ja. Also. Oder so ähnlich. Habt ihr Priester? So göttliche Männer oder Frauen? Schamanen. Schamanen, super. Sowas ähnliches bin ich auch. Schamanen tot. Oh, tut mir leid. Du Männchen von Anführerin? Oder warum du verhandeln jetzt? Kommt jetzt drauf an, wie du das meinst. Also ich bin quasi, ich bin der Schamane. Gucken sich so an. Hä? Ich würde mal die Nebel Männchen, Schamane? Ich würde mal den Nebel wieder wegwebeln lassen, um zu gucken, was passiert, mit wem sie eigentlich reden wollen. Und Riccio vielleicht mal so ein Zeichen geben, so wer auch immer hier gerade Anführer sein soll, komm doch vielleicht zu uns, dann könntest du uns übersetzen. Also ich bin der Schamane der Gruppe, ja. Dann hörst du so von einem anderen Goblin, ja, meine Menschen sind Männchen, manchmal auch Schamane. Nein, so, der schüttelt sich so. Ich nehme das jetzt mal einfach so hin, weil ich echt keine Lust auf einen Pfeil in der Brust habe. Wir hier suchen Spitzohrenweibchen. Warum sucht ihr die? Sie müssen bringen zu neue Schamanen. Warum? Weil die gesagt hat. Wir gute Krieger machen immer, was Schamanin sagt. Ehrenwert? Ehrenwert. Mächtige Schamanin. Gut. Aber sprechen immer mit Mutter Sau. Mhm. Und ihr wollt jetzt eine Elfenfrau zu dieser Schamanin bringen, damit sie was macht? Was soll die denn tun? Was machen die Schamanen denn mit Elfenfrauen normalerweise? Nix wissen, nix angehen. Ja, aber ihr könnt euch schon vorstellen, dass die Elfenfrau vielleicht keine Lust hat, mit euch mitzugehen? Das ist ja egal, wir ja viele. Also ihr wollt doch Gewalt anwenden. Ihr wollt eine Elfenfrau entführen. Bringen zu Schamanin. Mutter Sau befohlen. Esst ihr Elfen? Ich bereue diese Frage schon jetzt. Elfen? Spitzohren. Ja, die meine ich. Esst ihr die? Habt ihr schon mal so einen gegessen? Mich nix. Eure Schamanin? Gottak hat mal. War sehr hungrig. Notiz an mich. Gutes Zeichen. Habt ihr schon mal einen Menschen gegessen? Schmeckt nicht. Oh, sie widerlegen hier alle meine Vorurteile gegen Wilde, das finde ich gut. Ehemalige Schamanen immer gesagt, Finger weg von Menschen, schmecken nicht. Freut mich. Ich fände es allerdings trotzdem günstig. Aber Schweine schon mal gegessen, Menschen. Die Schweine haben schon mal Menschen gegessen oder Menschen haben schon mal Schweine gegessen? Schweine essen alles. Ja. Ich glaube, auf der Ebene kommen wir gerade nicht weiter.
Ist die, kannst du mal übersetzen für mich und also das läuft gerade wie so ein Telefongespräch, wo ihr den anderen, die andere Person nicht hören könnt, ne? Also ja, das was ich sage, versteht ihr. Und, übersetz uns doch mal was. Ja. Ich drehe mich dann, also ich mach mal so zu der Person, zu dem Goblin, zu der Person, die gerade da mit mir redet. Warte mal kurz, ich spreche mal eben mit denen. Die sagen, die wollen eine Elfenfrau zu ihrer Schamanin bringen. Warum, wissen sie selber nicht. Weil Muttersau befohlen. Weil die Muttersau das befohlen hat. Ist die Muttersau denn da? Kann man mal mit der reden? Vielleicht lässt sie sich umstimmen? Kann man mit der Muttersau reden? Schamanin redet mit Muttersau. Ich glaube, die Muttersau ist die Göttin der Goblins. Wenn die Schamanin mit der redet, dann ist das wohl die Göttin. Würde Shayari nicht mit denen mitgehen lassen. Nein, aber vielleicht ist die Muttersau ja da, dann kann man jetzt hier live vor Ort mit ihr reden. Also ich könnte das. Naja, die wollen ja, dass du zur Schamanin gehst. Also sie haben bisher nicht gesagt, dass sie dich lynchen wollen und dann zur Schamanin bringen. Ich glaube, sie werden nichts dagegen haben. Also Moment. Können wir auch alle mitkommen und dann kann Shayariel mit eurer Schamanin sprechen? Geht das? Stecken so die Köpfe zusammen und ein bisschen Gemurmel kommt irgendwie aus dem Kreis. Dann guckt so ein Kopf oben aus diesem Kreis heraus, so in eure Richtung. Wir nur suchen Weibchen mit spitzen Ohren. Was sagen Sie? Ja, Sie haben einfach nur wiederholt, dass Sie eine Elfin suchen. Hat doch anscheinend keinen Sinn, mit denen zu reden. Versuch mal, mit den Schweinen Kontakt aufzunehmen und mit denen zu quatschen. Es sind die besser im Verhandeln. In Wahrheit sind die Brains, ja. Shayari fängt wieder an zu singen. Das wird hier so ein Running Gag. Ja. Ich frag den Goblin-Typen, der da gerade aus dem Kreis rauskommt. Ja, das ist ja richtig. Aber wenn ihr uns auch mitbringt, habt ihr die Frau mit den spitzen Ohren ja auch dabei. Also die bringt nur ihre Freunde mit. Ich koche auch Tee. Funkelspitzen müssen aber dann hier bleiben. Ihr sonst hauen Goblins. Keine Sorge, nein. Mach ich nicht. Aber Funkelspitzenmann. Nee, macht er auch nicht. Was mache ich nicht? Gewalttätig werden. Solange Sie mir keinen Anlass dazu bieten? Ja, darf ich bitte hier verhandeln? Ich glaube, das Ergebnis wird deutlich weniger Wirselkraut benötigen. Auf einmal beginnen viele von diesen Reitschweinen laut an zu grunzen. Ich frage sie, ob sie mir was zu Muttersau sagen können und was das Ganze hier soll und warum sie mich, die Goblins, mich mitnehmen wollen. Die Schweine rümpfen so ein bisschen ihre Nasen und sagen, Hunger, Hunger, Hunger. Super. Gibt es eine Muttersau? Ja. Kann man mit der reden? Wo ist die? Eines von den Schweinen macht so ein bisschen mit dem Kopf so nach zur Seite auf ein anderes Schwein. Das ist die Muttersau? Redet die auch mit mir? Grunzt zurück und Schwein, Hunger. Okay.
Du hast nicht befohlen, dass alle Menschen mit Elfen, alle Elfenwesen und so zu Schamane gebracht werden? Mörchen? Gut. Möchtest du ein Mörchen haben? Ich habe leider, glaube ich, keins. Mörchen, Mörchen, Mörchen. Den Goblin, der oben drauf sitzt. Oh, oh, oh. Ich guck mal, ob ich nicht... Ja doch, ich habe eine Möhre noch dabei. Ich werfe mal dem Mutter-Sau-Wesen eine Möhre zu. Ja, der Goblin hat äußerste Mühe, sein Reittier davon abzuhalten, das zu essen. Aber er schafft es. Ich wende mich mal den anderen zu. Also, die Geschichte stimmt nicht. Es gibt, vielleicht gibt es eine Muttersau, aber offensichtlich gibt sie keine Befehle. Die Schamanin möchte, dass Elfen gebracht werden. Lumin guckt wieder nur, nachdem sie mit den Schweinen zusammen im Chor gegrunzt hat. So kurz vor Resignation und lässt euch anscheinend erstmal machen. Frag sie doch mal, ob die Schamanin auch ein Goblin ist oder was anderes? Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Die wird ein Goblin sein, ja. Eine Goblin-Schamanin. Eine Goblin-Schamanin. Aber was will sie mit Elfen? Elfinnen? Ja, das wissen die Krieger halt nicht. Keine Ahnung, aber die erste Elfe, die sie gefunden haben, haben sie angegriffen. Ja, aber anscheinend lügt die Schamanin die Goblins ja an, weil es gibt ja, also die Muttersau kann jetzt nicht so kommunizieren, dass sie irgendwas wollen könnte, außer Möhren. Woher willst du wissen, was die Göttin der Goblins weiß, kann und nicht und was nicht? Das verstehe ich gerade also nicht. Also die Göttin vielleicht schon, aber die Muttersau kann jetzt nicht so viel reden. Hä? Mit der habe ich mich gerade unterhalten. Okay, hier geht irgendwas ab von was mir echt über den Kopf. Also du weißt, warum mache ich das hier überhaupt, wenn du genau weißt, worum es hier geht? Na, das hast du uns ja gerade erzählt. Das habe ich gerade versucht, bei den Schweinen was herauszufinden und die können nur sagen, dass sie Hunger haben. Bei den Schweinen? Also redest du jetzt von den Reitschweinen da drüben? Ja, genau. Du hast mit denen gesprochen? Ja, und... Und du meinst, die können dir sagen, wie die Goblin-Göttin tickt? Nicht die Goblin-Göttin, das heißt, die Muttersau. Der Goblin-Göttin? Nein, die Muttersau. Die Muttersau ist mit in dieser Gruppe und die kann nichts erzählen. Die hat Hunger. Wisst ihr was? Geht einen Tee trinken, ich mach das hier. Das ist ernsthaft. Ihr seid nicht hilfreich gerade. Echt? Was ich sagen will, ist, dass die Schamanin wahrscheinlich ihre Absichten hat und die Goblins glauben lässt, dass sie das von irgendeiner Gottheit eingegeben bekommen hat. Ja. Da gehe ich auch von aus. Ich sagte, bitte, bitte geht einen Tee trinken. Ich gerne. Weiß nicht. Wir gehen dann zurück ins Dorf. Das heißt, ich kann noch ein bisschen Nebel machen und du verhandelst weiter und wir gehen im Nebel zurück ins Dorf. Das ist okay. Ich wende mich wieder den Goblins zu. Lassen Sie uns die jetzt sind gehen, also die Verhandlungspartner gerade ein bisschen angenehmer und zivilisierter. Also Leute, ihr wollt, dass wir mitkommen, aber dass wir unsere Waffen abgeben. Ist nicht so leicht machbar, wenn ihr hier bewaffnet auftaucht. Wir können auch einfach mitnehmen, ohne. Ja, könnte aber sein, dass der Kollege da drüben, und ich zeige auf den etwa 2 Meter großen Weidener mit dem Riesenstahlstück in den Händen, dass der 3, 4, 5, 6 von euch erstmal ins Jenseits befördert. Sterben als Krieger. Für Muttersau. Was tust du mir hier an? Jetzt fangen sie an, mit den Bögen auf Lumin zu zielen. Lumin hebt sein Schild und greift nochmal sein Schwert, richtig? Pass auf. Die wollen, dass wir mitkommen. Die wissen nicht, warum. Ein Spitzohrenweibchen mitkommen. Ja, ich weiß. Also eigentlich wollen sie nur, dass Shayariel mitkommt. Wir dürfen auch mitkommen, wenn wir unsere Waffen hier lassen. Aber wenn ich jetzt einfach gehe, dann ist doch der Kampf vorbei, oder? Ich könnte doch in mich in den Nebel hören und gehe zurück ins Dorf und ihr macht dann, was auch immer ihr macht, weil ich bin dann weg.
Oder folgen sie uns dann zurück? Ja, genau. Dann bringen die uns sofort um, damit sie zu dir kommen und nehmen dich dann mit. Was haben wir dann gewonnen? Am Dorf sind vielleicht noch ein paar mehr Leute. Genau, minus zwei, die hier gestanden haben, weil die dann den Pfeil in den Rücken bekommen haben. Herzlichen Dank für diese Aktion. Drei, stimmt. Nori ist auch dabei. Wir können auch alle in den Nebel, aber es bringt auch nichts, wenn sie das Dorf angreifen. Ja, Adepta Tassia ist ja noch dabei. Ja, Dorf hätten dann wir ist, sind da auch nicht mehr im Dorf so viele Leute, muss ich jetzt mal zugeben. Stimmt. Im Dorf hätten wir auf jeden Fall mehr Deckung von den Pfeilen. Das heißt, es läuft auf einen Kampf hinaus. Nee, es läuft darauf hinaus, dass wir jetzt einfach unsere verdammten Waffen ablegen und da mitkommen. Also was ist denn das Problem? Problem ist, dass wir dann ohne uns wehren zu können, von denen abgeschlachtet werden, wenn ihnen danach ist. Kollege, jetzt mal ganz ehrlich, wirst du das überleben hier? Ich zähle mal kurz durch. Wie viele sind es? 20, 25? Zwei Hände, hat er gesagt. Also davon die Hälfte beritten? Ja, zwei Hände, dann kamen die Schweine und dann kam der Trupp Bogenschützen, den Aricio hinter euch gesehen hat. Aber man könnte die Schweine füttern, dann werden sie abgelenkt. Warte, jetzt mache ich den Goblin-Spruch. Wenn die Götter wollen, werde ich das hier überleben. Wunderbar. Wisst ihr was? Alles klar. Ich gehe jetzt einen Tee trinken. Ihr wollt hier unbedingt euch heldenhaft in den Tod schmeißen. Macht, ist mir egal. Ich gehe jetzt. Tschüss. Und ich gehe jetzt zurück in die Stadt. Alleine? Ich gehe jetzt einfach. Ja, klar. Sag ich den Goblins auch. Ihr wollt euch unbedingt gegenseitig umbringen. Ist mir Wurst. Ich krieg von euch nur mit. Ja, ihr macht das, was ich will. Sonst bringen wir euch um. Ihr sagt, ihr macht das, was wir wollen. Sonst bringen wir euch um. Macht das. Ist mir egal. Tschüss. Ihr wollt nicht verhandeln. Und jetzt gehe ich. Gut, soll ich nochmal diese Nebennummer probieren und wir gehen einfach zusammen in die Stadt zurück? Vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich würde auf jeden Fall, das auf jeden Fall erstmal gucken. Also, wie genau ist jetzt momentan unser Status? Wir stehen auf einer komplett grünen Fläche oder sind da Bäume dazwischen oder wir sind quasi so kurz Richtung vom Dorf, gerade hinter dem Wald, ja? Ja. So, und sind auf quasi einer. Quasi auf so einer Fläche, wo man mal irgendwie Bäume abgeholzt hat für Feuerholz halt. Okay, also das heißt, wir sind quasi Freifutter für Pfeile. Weglaufen wird auch schwer, die Schweine sind wahrscheinlich schneller. Ja, wenn nur die Schweine das Problem wären, dann wie viel sind da? Zwei oder drei? Ja, so eine Handvoll mindestens. Also auch nochmal fünf, ja, hervorragend. Also wir sind mittlerweile bei locker 20, ja? Quasi der ganze Goblin-Stamm ist unterwegs. Also die Männchen. Aricio, du kannst doch nicht gehen und Alrik, sag ich schon, Lumin seine Arroganz überlassen. Ich rufe, während du das sagst, ungefähr schon von 10 Meter weiter weg. Doch, ich bin schon weg. Ich bin jetzt wirklich gegangen. Okay, wie gesagt, Lumin würde versuchen so, also er übernimmt schon so ein bisschen die beschützende Rolle, ja? Also versucht sich so ein bisschen vor den Leuten zu stellen. Wahrscheinlich mit Snorri so ein bisschen Schildwall-mäßig. Mit zwei Leuten ist das halt immer, ne? Also ich würde jetzt einfach so Nebel machen. Ich werfe Essen zu den Schweinen, dann sind die abgelenkt. Und wir versuchen im Nebelbank zwischen Goblins und uns zum Dorf erstmal zurückzukommen. Und zu hoffen, dass sie uns nicht alle gleich folgen. Weil ich glaube, alle zusammen können wir sie auch nicht vernichten. Und vielleicht sind wir schneller als Aricio, dann halt eher das Problem. Also erneut quillt der Nebel auf, nachdem Shayaril angefangen hat, wieder zu singen, ein anderes Liedchen wieder lassen. Und ja, es lässt nicht lange auf sich warten, dass die ersten Goblin-Pfeile halt in den Nebel hineinfliegen. Dann, genau. Habe ich noch sowas wie Armat? Also ich gehe auf jeden Fall, ich versuche so den Schild so Richtung anfliegende Pfeile und mir und meinen Leuten zu halten, sodass ich und Snorri vielleicht mit unseren Schilden, wobei Snorri wahrscheinlich ein bisschen mehr Erfolg mit seinem schönen großen Rundschild hat, als ich mit meinem etwas kleineren Weidener Schild. Und hoffen darauf, dass das Glück uns ein wenig hold ist, weil sie relativ ungezielt in den Nebel fliegen und würde halt versuchen, mich dann so nach und nach, soweit ich mich orientieren kann, zurück Richtung Dorf zu ziehen. Aber immer mit der Gewissheit, dass ich sichergestellt habe, dass ich der Letzte bin, der sich da zurückzieht und nicht irgendjemand zurückbleibt. Mhm. Ja, die Goblins haben euch ja umstellt gehabt und von daher wird so ein Rückzug halt auf jeden Fall damit münden, dass ihr euch zumindest eine Schneise freikloppen müsst.
Um das mal ein bisschen abzukürzen, die kommt da auf jeden Fall nicht ohne Blessuren raus. Also Lumin und Snorri werden kämpfen wie die Berserker. Adepta Tassia wird mit Zaubersprüchen um sich schmeißen. Und Shayariel wird wahrscheinlich gucken, dass sie die Nebelwand aufrechterhält und hin und wieder mal einen Bogen, Pfeil und Bogen, also rausschießt. Es gibt auch ziemlich viele Goblins, die irgendwo ein Messer hängen haben. Wahrscheinlich, ja. Also ihr werdet auch einige von diesen Goblins töten und es wird so ausgehen, dass ihr genug Goblins tötet, dass der Rest halt Reis ausnimmt, weil die ja auf einmal halt sehen, dass irgendwie sehr viele von, also die fühlen sich halt nur stark, wenn sie viele sind. Und wenn ihr genug getötet habt davon, läuft der Rest weg. Aber auf jeden Fall werdet ihr ordentlich schrammen, also mehr als schrammen, sondern teilweise schwere Verletzungen davon tragen, von dem Kampf. Und das war irgendwie, ihr seid ziemlich ausgelaugt, als ihr dann wieder an der Hütte der Hexe ankommt. Sowohl mental, vor allem Shayariel und Adepta Tassia, die viel gezaubert haben, als auch körperlich. Der Einzige, der halbwegs fit ist, ist Alricio, der sich ja zurückgezogen hatte. Ja, ich hab mich versteckt und hab halt schon. Ja, hast im Hintergrund ein paar Bogenschützen gemeuchelt. Ja. Ja, Lumin wahrscheinlich etwas blutverschmiert. Wahrscheinlich auch durchaus irgendwie den ein oder anderen Pfeil irgendwie in sich drin stecken habend. Ja. Hält oder so ein abgebrochener Speer oder so, ja. Hält sich irgendwie, zieht die Sache nicht einfach raus, weil das hat er zumindest gelernt, so muss jemand Fachmännisches tun. Schaut sich halt nochmal um, seine letzten Reserven quasi opfernd, dass er wirklich sicherstellt, dass die Goblins abhauen, bevor er sich zu den anderen zurückzieht. Versucht den Tapferen zu markieren, sofern es ihm möglich ist, und zu fragen, okay, wer braucht am ehesten Hilfe? Sind alle am Leben? Alle noch am Leben, ja. Verdammt. Adepta Tassias Robe ist deutlich blutgetränkt. Adepta, ist das euers? Vermutlich ein Teil. Mein Arm tut ziemlich weh. Jeder, der irgendwie der Heilung mächtig ist, soll sich bitte um die anderen Leute kümmern. Sind wir noch? Wir sind doch wieder zurück in der Hütte, oder? Ja. Das heißt, da ist die Kräuterfrau und ich würde sie mal fragen, ob sie was für uns tun kann. Und würde ihr einfach erzählen, dass sie den Kräuter, Goblins. Ich habe gerade den Kräutersud für den. Danke für übrigens für die Kräuter mit der Eule. Das war ein sehr toller Trick. Kräutersud aufgesetzt gegen das Fieber von. Ihr zeigt so auf die immer noch fiebrig sich im Bett herumwälzende Elfe. Ich weiß nicht, es wird was dauern, bis ich was anderes noch anrühren kann. Was habt ihr denn gemacht? Wir sind auf die Goblins gestoßen, die auch diese Elfe verwundet haben, weswegen sie jetzt so krank ist. Und wir waren eigentlich nur auf der Suche nach diesen Kräutern. Und haben ihren Wagen gefunden, der angegriffen worden ist. Und dann haben euch die Goblins angegriffen, oder was? Ja. Nein, die Goblins haben niemanden angegriffen. Alicio hat mit ihnen verhandelt. Haben darum gebeten, mitzukommen. Und Lumin wollte sich unbedingt auf Leben und Tod mit denen prügeln. Also was für ein Bullshit. Ich wollte nur nicht einfach in eine Falle reintappen, wo wir einfach abgeschlachtet werden. Genau, in eine Falle reintappen, wo wir einfach abgeschlachtet werden, obwohl sie nur darum gebeten haben, mitzukommen. Genau. Also Aricio wollte verhandeln und dann wollten sie aber mich haben. Umgebracht. Also tut mir leid, das ist so krank, was ihr da gerade veranstaltet habt. Ernsthaft, ihr habt da echt, ihr bringt einen halben Stamm um, nur weil sie fragen, ob ihr mitkommt. Sie haben nicht einfach nur gefragt, sie haben uns offensichtlich bedroht und wollten unsere Kollegin mitnehmen. Und sie konnten uns nicht sagen, aus welchem Grund. Hätten wir sie jetzt mitgehen lassen und dann wäre sie vielleicht im Kochtopf gelandet? Wer hat wen bedroht? Ihr habt euch gegenseitig bedroht, Freunde. Weil ihr unbedingt alle sofort eure Waffen ziehen musstet. Die haben mich nicht bedroht. Ich bin ohne Waffen auf die Goblins zugegangen und habe nichts, die haben mir nichts getan. Keiner von denen hat mir eine Waffe an die Kehle gehalten.
Die ganze Zeit über nicht. Die haben nur darum gebeten, dass wir unsere Waffen abgeben, weil sie Angst haben, dass wir sie attackieren. Was haben wir ist getan? Also, ist also die ganz normale Goblin-Art von wegen, dass man sie mit dem ganzen Stamm einkreist und freundlich Leute bittet. Wollt ihr nicht auf einen Kaffee einkommen? Kollege, also, du bist bewaffnet bis an die Zähne. Du bist ein Krieger. Und dann hätten sie sich entsprechend respektvoll verhalten müssen. Was haben sie denn getan? Magister Silberhaar hebt zu kurz zu seinen Hand. Also, wenn ich auch was sagen dürfte, in meinen Recherchen über goblinische Stammeskultur ist dieses Vorgehen gar nicht so ungewöhnlich. Also Leute einkreisen mit vielen Leuten. Das ist das, wie sich Goblins halt Respekt verschaffen, weil sie als ja, kleine, rotpelzige, nicht sonderlich starke Geschöpfe sonst untergehen. Ja, dann ist das gut, dass ich leider diese Lektüre gerade mal nicht zur Hand hatte. Es ist wunderbar, dass du überhaupt nicht auf mich gehört hast, du Vollidiot. Das war eine Bedrohungssituation, ich habe entsprechend gehandelt. Ich habe dir 5-mal gesagt, halt deine Fresse und pack deine Sachen weg. Ich habe nichts dergleichen gesagt, ich habe nur gesagt, dass ich die beiden nicht, dass ich sie nicht alleine mit den Goblins gehen lassen werde. Adepter Tassia meint dann, aber es war doch gar nicht von alleine die Rede, wir hätten ja alle mitgehen können. Ja, ohne Waffen, und dann? Ja. Dann wären jetzt viel, viel weniger Leute schwer verwundet und viel, viel weniger Leute tot. Du weißt nämlich überhaupt nicht, warum die hätten mitnehmen wollen. Richtig. Vielleicht, die haben eine neue Schamanin. Vielleicht möchte die mit Elfen verhandeln, damit der Stamm sicher ist, damit die Elfensippe sicher ist, damit man auf Nachbarschaft trinkt. Du musstest unbedingt den Stahl ziehen. Du bist schuld, dass jetzt Goblins tot sind. Besser das, als wenn Menschen tot wären. Naja, ich auch ein bisschen, mein Snorri. Eigentlich noch zu retten. Ich habe auch welche. Also, mehr als Lumin. Was zum Geier trinkst du morgens zum Frühstück? Bist du bescheuert? Wir haben noch gesiegt. Wow, was für ein Sieg. Ich habe nur reagiert. Genau. Sie haben angegriffen. Alles klar. Wenn ihr die ganze Sache hier ernst nehmt, spreche ich wieder mit euch. Ich habe keine Lust mehr. Das geht hier gar nicht. Also. Alberto Castellani meint dann irgendwie, also Lumen, wir kennen uns ja jetzt auch schon ganz, ganz gut, nicht wahr? Ich weiß, du hattest die besten Absichten. Ich gehe da stark von aus. Und ich weiß, Alricio kennt dich ja auch ein bisschen. Du hattest wahrscheinlich auch mehr Einsicht. Weil du aufgrund deiner Fähigkeiten wahrscheinlich die Goblins verstanden hast und er wahrscheinlich nicht. Richtig? Die waren auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ja. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Sache mit dem Verhandeln, wenn man sich gegenseitig nicht versteht. Deswegen habe ich Alricio reden lassen. Ja, aber dann hast du nicht auf seinen Rat gehört. Das war der Fehler. Er hatte einen Wissensvorteil. Aber die Goblins sind auf mich zugegangen, erst dann, und wir, sie haben uns mit den Pfeilen bedroht, und erst dann habe ich mein Schild und mein Schwert erhoben. Ja. Ich habe mich nur verteidigt. Sie sind auf uns zugegangen. Wir wollten uns im Nebel zurückziehen. Sie haben ihr Schicksal gewählt. Ja. Yep. Ich frage mich, was passiert, wenn wir dann endlich auf die Waldelfen treffen und du genauso reagierst. Dann hast du nicht nur ein blutendes Bein, dann bist du einfach innerhalb von 5 Sekunden tot. Herzlichen Dank. Ich glaube auch. Also die Waldelfen wären nicht so zimperlich. Also sie hätten aber vielleicht auch klarer kommunizieren können, was sie von uns wollen. Du hättest vielleicht einfach mal tun können, was ich dir sage. Sie haben mit mir gesprochen. Ich habe dir ganz klare Anweisungen gegeben. Hör auf mich, meine Fresse. Trotzdem sind sie aggressiv auf uns zugegangen. Und das Erste, was ich dafür nicht jetzt tun werde, ist die Waffe. Jetzt knall ich ihm eine. Ins Gesicht. Mit der flachen Hand. Guck mal nach der verwundeten Elfe. Und dann ruhig. Der Tassia springt so dazwischen. Und willst du jetzt eigentlich nicht. Können wir uns jetzt irgendwie ein bisschen beruhigen? Hallo. Los, willst du das? Würde mir reicht's nicht, jetzt. Würde nicht dich zulassen. Ich würde auf jeden Fall versuchen, seine Hand abzufangen.
Ja, das wird dir auch locker gelingen, kein Problem. Ich bin nämlich eine totale Graupe im Kämpfen. Alles gut. Willst du das? Was will ich? Ich will, dass wir hier alle lebend rauskommen. Das will ich. Nein, du hast gerade genau das Gegenteil bewirkt. Du hast dich gerade mit einem Goblin-Stamm angelegt. Ohne Not. Absolut ohne Not hast du gerade einen Krieg angezettelt. Wir wurden umzingelt und dann wurden wir angegriffen. So, Dana, die Kräuterfrau, meint dann irgendwie, also wenn ihr jetzt wirklich ein paar Goblins abgeschlachtet habt, dann, also ich kenne den Stamm ein bisschen. Das, wie viel waren's? Zwischen 20 und 30. Also, wenn die das jetzt falsch auslegen, dann kommen die mit dem Nachbar und dem, mit den Freunden von sich hier und machen das Ganze, machen uns alle dafür verantwortlich. Also wir müssen hier ja auch länger mit denen zusammenleben. Also ihr seid ja Durchreisende, aber wir leben doch hier. Lumine, wir können uns nie wieder in den Wald trauen. Eine Kriegerausbildung, oder? Habe ich das richtig verstanden? Worauf willst du hinaus? Beantworte meine Frage. Dann wirst du sehen, worauf ich hinaus will. Ja. Hast du schon mal was von dem Begriff Säbelrasseln gehört? Ja. Genau das haben die gerade getan. Die wollten einfach nur ihre Position stärken. Die haben eine Verhandlungsposition begonnen. Das ist genauso wie, wenn ich was kaufen will und jemand will was verkaufen, dann nennt der mir auch erstmal einen viel zu hohen Preis. Weil er erstmal klarkriegen will, ich weiß hier, was ich tue. Und ich weiß, was meine Ware wert ist. Und dann geht's los. Dann handeln wir runter, dann handeln wir einen Preis miteinander aus. Genau das haben die auch getan. Die wollten sich nicht billig verkaufen. Wunderbar. Warum haben sie dann angegriffen? Alter, weil du hast angegriffen. Ich habe nicht angegriffen. Ja, natürlich. Du hast statt klar zu machen, alles klar, ich gehe hier auf euch zu, so wie ich es gemacht habe. Ich bin ohne Waffen auf sie zugegangen. Haben sie mir was getan? Nein, aber du drehst dich im Kreis, das hast du eben schon gesagt. Ich kann dir sagen, ich in der Situation, wo ich war, wurden wir umzingelt, sie haben die Bogen auf uns angesetzt und die Bogen gespannt. Daraufhin habe ich mein Schild und mein Schwert erhoben, um mich kampfbereit zu machen. Und dann sind sie auf uns los, nachdem Shariel diesen, warst du das mit dem Nebel wahrscheinlich, oder? Ja, eigentlich wollten wir uns ja nur zurückziehen, wir wollten sie ja nicht mal angreifen. Und dann ist es eskaliert. Ich habe reagiert. Und es gibt auch immer noch diese andere verwundete Elfe, die sie offensichtlich ja auch angegriffen haben. Sagt wer? Die Spuren, die wir im an der Kutsche gesehen haben. Mehrere Pfeile, mehrere kleine Füße. Und das war genau dieser Stamm, das waren genau diese Goblins, das wisst ihr. Sie haben die Ponys getötet. Dass das genau diese Goblins waren. Ich kann dir nicht sagen, ob es genau diese Goblins waren. Ich weiß nur, dass ein ganzer Stamm versucht hat, mit uns Säbeln zu rasseln. Aha. Und was ist... Und deswegen sollte ich jetzt den Goblins in dem Wald blind vertrauen und eine von unserer mitgehen lassen? Oder wir Alter, alle ich versuche dir gerade nur gesunden Menschenverstand einzuhämmern. Was ist, wenn irgendwo ein anderer marodierender Goblinstamm durch die Gegend zieht und die suchen Verbündete und wollten mit Shariel, ja, weil die mitgekriegt haben, die greifen Elfen an, wollten mit Shariel verhandeln, um zu sagen, wir können uns nur gemeinsam gegen die wehren. Was ist, wenn die das gemacht haben wollten und wollten Shariel haben, um sie da zu haben? Die haben aber Angst vor Shariel, weil Shariel eine Elfe ist und die leben hier mit Waldelfen in der Nachbarschaft. Wir haben Angst vor den Waldelfen. Die wissen nicht, dass Shariel nicht zu denen gehört. So, wollen die mithaben, wollen natürlich, dass wir die Waffen abgeben, weil sie keinen Bock haben, dass wir sie meucheln, wenn wir zu ihnen ins Dorf kommen. Die wollen mit uns verhandeln, dass wir was gegen diesen marodierenden Stamm genau zusammentun können. Jetzt haben wir zwei Feinde statt einen Verbündeten gegen den einen Feind. Und was wollt ihr jetzt tun? Du weißt es nicht. Ich habe versucht, das rauszufinden. Du hast einfach nur alles zerdeppert. Du hast einfach nur alles eingerissen. Wir wurden angegriffen, ich habe verteidigt. Punkt. Vielleicht war es nicht das Richtige. Das mag vielleicht sein, aber das ist nun mal der Stand, den wir jetzt haben. Wir müssen damit leben, meint Hilberto. Ich möchte nur, dass du einsiehst, dass du falsch gehandelt hast. Und ich möchte, dass du in der nächsten Situation auf mich hörst. Sehr schön. Wir hängen hier aneinander. Klare Worte und sorg dafür, dass die anderen uns nicht angreifen, wenn sie das machen, Alter! Bevor wir die Chance haben, unsere Sachen hinzulegen.
Und jetzt ich jetzt mein Dolch, leg ihn zu ihm hin. Du bist jetzt der große Anführer. Du entscheidest dir jetzt alles. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich werde aber auch verschwinden, wenn es hier gefährlich wird. Ich habe nämlich keine Lust, mein Leben aufgrund von deiner Dummheit zu riskieren. Habe ich keine Lust drauf. Dann geh besser. Und Lumin dreht sich um tatsächlich und geht erstmal aus diesem Kabuff raus, um irgendwie Luft zu schnappen und versucht, nicht mit einem Pfeil an der Tür hängen zu bleiben. Er macht sich jetzt gerade irgendwie Luft. Er geht irgendwo um eine Ecke oder so, wo man ihn jetzt vielleicht nicht sieht oder so und atmet erstmal schief durch. Bei ihm madert es auf jeden Fall in seinem Hinterkopf, so nach dem Motto, da ist auf jeden Fall was schief gelaufen, sonst wäre es nicht so extrem eskaliert. Mittlerweile ist auch die Sonne untergegangen, es ist dunkel draußen. Nur ein bisschen Mondlicht scheint noch durch die diesige Wolkendecke, aber ganz wenig nur. Aber die Luft ist frisch und klar und ja, tut gut. Ich wende mich auch nochmal an die Magier. Wenn ihr es nicht schafft, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, haben wir hier eine tickende Zeitbombe in der Gruppe. Ich kümmere mich darum, meint Hilberto. Ich kenne ihn ja, also. Weidener, weißt du, Weiden. Nee, weiß ich nicht, tut mir leid. Die sind ein bisschen einfach gestrickt. Magister Silberhaar meint dann, ja, ihm haben einfach Informationen gefehlt. Also, die männlichen Goblins sind halt auch nicht die hellsten. Also, bei denen übernehmen die Frauen das Denken. Ist okay, kann ich nachvollziehen. Nicht wie in Weiden, meint Hilberto. Oh, das finde ich als Spieler gerade sehr, sehr viel witziger als als Charakter. Ja, dann, sprich Lumin bloß nicht auf Herzog Waldemar an. Warum? Bei dem ist das genauso. Dass die Frau für ihn denkt? Mhm. Ja gut, wenn sie halt besser denkt, ist das ja auch an sich. Ich will das jetzt nicht noch. Nee, das wird mir zu kompliziert. Also ich will darauf hinaus, dass die Goblins mehr Ähnlichkeiten mit den Weidnern haben, als Lumin vielleicht klar ist. Das habt ihr gesagt, das hab ich nicht gesagt. Sonst haut der mir echt nochmal irgendwie die Rübe weg. Also. Na, das werde ich verhindern. Du, er ist auch gar nicht so grobschlächtig, wie du denkst. Im Moment denke ich, dass er ziemlich grobschlächtig ist. Ja, aber er verliert so. Ziemlich krass. Er verliert ja auch sein Angesicht. Also, ich kümmere mich darum. Ah, das ist so ein Ehrending, ja? Fürchte schon. In seiner Sicht hat er einfach nur euch alle verteidigt und du wirfst ihm vor, er hätte alles schlimm gemacht. Von daher. Oh. Lass ihn mal 2-3 Nächte drüber schlafen und ein paar Worte von mir einpflegen und vielleicht kriegen wir das dann wieder gebacken. Er war früher noch viel schlimmer. Seine Geschwister sind noch schlimmer, also. Er ist eigentlich ein. Also. Wir kriegen das wieder hin, Aricio. Du musst nicht gehen. Pass mal auf, ich mach das. Ich mach Bist das. Du sicher? Das ist ein Ding zwischen ihm und mir jetzt, ja. Brauchst du moralische Unterstützung? Im Ernstfall kann ich schneller laufen als er. Er blutet aus allen möglichen Poren. Ja, das ist der Grund, warum du wahrscheinlich wegkommst, ja. Aber, ja. Hey, ich würde jetzt mal behaupten, nicht drauf an. Solange ich nicht in seiner Schlagdistanz bin, bin ich halbwegs sicher. Dana kommt dann. Das hat die Armbrust gespannt, das Kollege. Dana tritt neben dich und reicht dir so ein Bündel Verbandszeug. So, vielleicht kannst du damit ja das Gespräch anfangen. Ja, damit. Und ich hole mal wieder so meinen Flachmann raus. Das hat bis jetzt auch ganz gut funktioniert. Kommt ein Ribbit, Ribbit vom Tisch, als Borislav dem zustimmt. Kluges Tier. Gib dir aber nichts davon. Das könnte dein Tod sein.
Okay, pack das nochmal weg. Nick den anderen zu. Kriegen wir irgendwie hin. Tut mir leid. Und ich gehe mal zur Elfe und lass die komischen Wesen da ihre komischen Dinge machen. Ja, die dreht sich immer noch im Fieberwahn hin und her auf dem Bett. Ich hätte noch so ein paar Heilkräuter, würde die vielleicht auch mal, soweit ich das halbwegs kann, so kundig bin ich da nicht, irgendwie versuchen zusammenzutun und ja, die, mal was also du siehst auch schon, dass Dana da irgendwie schon Ahnung von hat, von diesem Heilungszeug und die hat gerade ja diesen Heilungssud ja zusammengemischt, also das wird wohl dann auf Dauer helfen. Ja, für dafür sie, habt ihr die Kräuter uns. Ja gesammelt, ne? Wir haben ja auch noch, also für uns so Heilkräuter habe ich auch noch mitgenommen. Wäre vielleicht auch gut. Aber ich kann doch einfach anfangen, erstmal unsere Wunden zu verbinden und da irgendwas genau, draufzulegen das und so. Wird auf jeden Fall auch nötig sein. Ja. Ja. Snorri irgendwie ist hält dir dann so den Arm hin. Ja, dann verbinde ich mal Snorri und Adapter Tassia und genau. Trink mit zusammen einen Tee oder so. Und ich singe ihm vielleicht ein bisschen was vor. Magister Silberhaar meint dann, wir müssen dringend eine Hierarchie etablieren, glaube ich. Also bei uns ist das ja so, dass wir zusammen singen und dann miteinander einen Konsens herstellen und dann setzen wir um, was die Gruppe mehrheitlich miteinander entscheidet. Und wenn dann einer eine andere Meinung ist, dann muss er halt die Sippe verlassen. Ja. Das dauert halt manchmal jahrelang, das kann schon sein. Die Zeit haben wir nicht. Ja, aber das ist schon sinnvoll. Also ich meine, dann sind alle beteiligt und niemand wird übergangen. Ja, das kriegen wir schon noch hin. Na gut. So, draußen in der Dunkelheit trifft Alricio dann auf Lumin und reicht ihm ja den Flachmann. Ja, Lumin wird sich derweil irgendwo hingesetzt. Also erstmal wird er irgendwie ein, zweimal gegen irgendeine Wand geschlagen haben oder so. Vielleicht irgendwie einmal so ein gepresstes Scheiße oder so rausgedrückt haben. Hat auch so ein bisschen mal auf seine Hand geguckt, die so leicht gezittert hat. Und hat sich dann wahrscheinlich irgendwo auf einen Stein oder auf so eine Treppe von so einem halb runtergekommenen Haus gesetzt oder sowas und schneift durch und verzieht vielleicht noch mal so ein bisschen das Gesicht, als er so ein bisschen diesen kleinen abgebrochenen Speer irgendwie dann noch irgendwie in seiner Seite sieht. Ja. Bis er dann. Ja. Triffst du ihn so an? Ich halte mich erstmal noch ein bisschen entfernt. Bis er dann so ruhig sitzt. Warte ein bisschen. Und er dann lehnt sich irgendwann an oder so und guckt so Richtung Sternenhimmel. Und scheint irgendwie zu grübeln. Ja, den Sternenhimmel kann man leider mit den bedeckten Wolken nicht sehen. Aber dann guckt er halt in die Wolken und scheint zu grübeln. Braucht da keine Sterne für. Ja, dann gehe ich nicht gerade leise zu ihm, sodass er definitiv bemerkt, dass da jemand kommt. Dann gucke ich in die Richtung, sehe dich wahrscheinlich. Und wird dann aufstehen und wird nicht aggressiv auf dich aufstehen oder so, aber wird halt aufstehen. Ja, ich mache trotzdem eine Geste. Bleib ruhig sitzen. Bleib sitzen. Geht schon. Und hast du noch was vergessen? Reicht dir den Flachmann? Ja, habe ich. Setz dich bitte. Geht schon. Dann setze ich mich und nehme einen Schluck. So neben ihn. Nachdem du dich da so hingesetzt hast und einen Schluck genommen hast, dann schnaubt er noch mal ein bisschen. Ist genug Platz da zwischen das Ich und Alricio und so der Pfeil, der irgendwie noch so an der Seite hängt oder so? Ja, passt. Okay, hervorragend. Dann setze ich mich einfach mal so dazu. Was? Also? Er wird aber tatsächlich nichts trinken. Ich nehme noch einen Schluck. Mhm. Ich halte das trotzdem immer mal wieder hin. Mhm.
Entschuldigung für den Anpfiff. Bei uns zu Hause ist man ein bisschen aufbrausender in solchen Situationen. Kenne ich irgendwo her? Du versuchst, du versuchst echt dein Leben in die Waagschale zu schmeißen für deine Truppe, oder? Was hätte ich sonst für einen Sinn in dieser Runde? Naja. Im Angesicht deiner Übermacht wärst du nicht der Erste, der abhaut. Das haben schon viele eigentlich ehrenhafte Leute vor dir getan. Da stehen zu bleiben? Also wackelige Knie hast du nicht? Hebt noch mal so seine Hand, die doch noch so ein bisschen leicht zittert. Vielleicht deine Knie. Wenn man es gut für mich meint, war es mutig. Oder es war einfach dumm. Ich glaube, es war beides, aber... Ist es das nicht meistens? Genau. Ich halte nochmal den Schnaps hin. Überleg kurz. Greif dann zu und trinkt einen Schluck. Würde es dich stören, wenn ich versuche, mich mal darum zu kümmern? Und zeig mal so auf die Wunden. Guckt. Tu dir keinen Zwang an. Ich bin bestimmt nicht der Klügste oder Weiseste aus dieser Runde. Und ich sollte vielleicht lernen, etwas taktvoller mit einer Adepta oder vielleicht auch einem wahrscheinlich viel weiseren Geweihten umzugehen. Ja. Ach, Scheiß auf Takt. Ich. Das fällt ihm jetzt wirklich schwer. Er presst so ein bisschen was aus sich raus oder versucht sich zumindest zu irgendwas zu überwinden. Vielleicht war ich mit dieser Situation auch einfach nur maßlos überfordert. Ich meine, fuck. Ich bin behütet in einem, bis auf ein oder zwei kleinere Ausbrecher, in einem Adliger, in einem größtenteils gut gehenden Dorf aufgewachsen. War stolz wie Bolle, als ich meinen Bruder in der Kriegerakademie übertrumpft habe. Und das gerade war die erste, sagen wir zweite, wirklich gefährliche Situation, in der ich war. Und anscheinend habe ich ja Scheiße gebaut, also von daher, vielleicht bin ich nicht gemacht für sowas. Also, du hast schon ziemlich viel richtig gemacht, so wie du den dritten Goblin zerteilt hast, das... Das stören können viele Leute. Ja. Aber was? Du bist immerhin auf Kampfhandlungen vorbereitet worden, ich nicht. Also so eine Situation? Das macht dich vielleicht zu dem Vorsichtigeren von uns beiden. Naja, aber denk mal drüber nach, wenn du schon überfordert gewesen bist. Ich hab ernsthaft gemeint, dass ich mit der Hälfte auseinandersetzen kann. Und da wir Zauberwirke haben, wird der Rest schon kein Problem sein. Also nicht ganz so blauäugig, aber scheiße. Die Leute hätten sterben können. Und das einfach nur aus Grund meiner Handlung, die ich für richtig gehalten habe. Naja, was hast du sonst?
Kannst du nur das tun, was du für richtig hältst, oder nicht? Ja. Korrekt. Frage ist nur, was passiert, wenn ich damit häufiger falsch liege. Ja. Aber wahrscheinlich ist das genau der Punkt. Ich meine, wir sind nicht umsonst so eine bunte Truppe. Bunt ist gut, ja. Viele Professionen, viele Wahrheiten. Gilt halt, die richtige zu finden. Ich glaube, das, was uns fehlt, ist Vertrauen ineinander. Wir haben zwar im Vermächtnis der Völker einiges schon voneinander erlebt, aber das war bei weitem nicht genug, dass wir an einem Strang ziehen können, jederzeit. Wahre Worte. Ich meine, jetzt mal ohne Mist. Es gibt ungefähr dreimal täglich die Situation, da würde ich jeden von euch so zur Sau machen, wie dich vorhin gern. Weil ich einfach selber nicht mit dem klarkomme, was ihr sagt. Dann freue ich mich, dass du es an mir auslassen konntest. Nee, ehrlich gesagt finde ich das ziemlich beknackt. Weil das hattest du nach dem Kampf nicht verdient. Wie gesagt, du hast versucht, das Richtige zu tun, um Shayariel zu schützen. Ich hätte sie und die Adepter und auch dich nicht in Gefahr bringen dürfen. Ja, Mai. Du hast doch dein Bestes getan, um uns da rauszuprügeln. Ja, großartig. Guck noch mal auf seine Löcher. Ja, ey. Also ernsthaft, wären das die Bösen gewesen? Ich meine, nur weil ich gesagt habe, es kann ja auch anders sein, heißt es nicht, dass du nicht trotzdem recht hättest haben können. So. Satzbau ist auch Zufall bei mir. Aber es ist vollkommen recht. Ich habe das ganze Dorf unnötig in Gefahr gebracht. Hä? Ist jetzt so, versuchen wir wieder auszubügeln. Und wie sollen wir das machen? Mit der Elfe zu dem Goblindorf gehen und uns nicht direkt erschießen lassen, weil wir Leute von denen auf dem Gewissen haben? Ich glaube, die Zeit der Worte ist vorbei. Lass uns da gemeinsam drüber diskutieren. Da gibt es bestimmt Leute in unserer Gruppe, die deutlich bessere Ideen haben als wir. War jemand schwer verletzt? Ich hatte nicht richtig drauf geachtet. Ich guck mal so auf seine Schulter, wo noch immer der Pfeil rausguckt. Ja? Nein, von den anderen. Weiß ich gerade nicht. Was ist schwer verletzt? Also, ehrlich gesagt, habe ich noch nie jemanden gesehen, der so schwer verletzt gewesen ist wie du jetzt gerade. Guckt sie an sich runter? Ich glaube, ich auch nicht. Ja, wobei ich hatte mir schon einige gebrochene Rippen schon mal eingefangen in einem ziemlich harten Kampf. Und einen gebrochenen Arm. Aber es steckte glücklicherweise nichts in mir. Ein paar Meter weiter entfernt von euch in ein verfallenes Häus, was so Schlingpflanzen noch um sich herum gebildet hat inzwischen, hört hier ein auffälliges Knacken. Und steht tatsächlich Lumen, ob Alricio gerade noch die Hand irgendwo dran hat, irgendwo was hin, steht Lumen erstmal wieder auf und würde so seine Hand in Richtung Schwert und würde erstmal gucken. Er wird es noch nicht ziehen, aber. Wer da? Keine Antwort. Lumen atmet nochmal tief durch. Wer da, wurde gefragt. Keine Antwort. Ziehe langsam die Klinge und würde mal in die sieht man irgendwas oder haben wir nur ein Geräusch? Es ist dunkel draußen. Also wenn du keine Fackel mitgenommen hast, kannst du eh kaum, also kannst die Schäben des Hauses noch erahnen. Vielleicht sollten wir zu den anderen gehen oder uns zumindest irgendeine Lichtquelle holen. Vielleicht war es auch nur ein Tier.
Reib mir die Augen. Und müsste jetzt eigentlich besser sehen können. Sehe ich was? Du siehst das Haus und siehst irgendwie, dass sich da so ein, da ist so ein Fensterladen noch, der irgendwie so halb in der Verankerung drin ist, der so leicht im Wind schwingt. Aber eigentlich geht gar kein Wind gerade. Dann ziehe ich, also dann versuche ich durch dieses Fenster zu springen mit den Füßen voran, damit mir der Laden nichts tut. Und währenddessen ein Messer aus meiner Tasche zu ziehen. Also du läufst vor und es geht ganz fix. Startet, läuft irgendwie, schießt an dir vorbei Richtung Gebäude, siehst ihn quasi in der Dunkelheit verschwinden, mehr oder weniger, und dann hörst du nur einen, also die Stiefelschritte hörst du und dann ein Abspringen und einen dumpfen Aufprall, als er im Gebäude dann irgendwie wieder zu stehen kommt. Ja, Lumen nur so. Verdammt. Guckt sich um, sieht faktisch nicht wirklich was. Er ist ja nicht sehr weit von dem Haus weggegangen, wo wir ursprünglich waren. Er würde so schnell er laufen kann, würde er eine Lichtquelle organisieren wollen, um dann schnell wieder ist zu Alricio zu kommen. Alricio schaut sich im Raum um, in den er reingesprungen ist, und dann siehst du halt noch so Überreste von so einem Wohnraum, irgendwie ein umgestürztes Regal und irgendwie kaputte Sitzmöbelei und so. Und hinter so einem halb kaputten Fass kauert eine Gestalt. Komm raus. Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tun willst. Ein Kopf schiebt sich hinter dem Fass nach oben. Lange Haare, etwas verfilzt, Stofffetzen irgendwie um, die früher vielleicht mal ziemlich in Schuss waren und aus Bausch bestehen, eindeutig spitze Ohren. Zittert ein bisschen. Ich habe sofort diesen Oh-Effekt. Also genau den Blick habe ich jetzt gerade drauf. Steckt das Messer weg. Nachdem was Shayariel über ihre Fähigkeiten erzählt hat, im Dunkeln sehen zu können, gehe ich davon aus, dass sie ganz genau sieht, was ich mache. Und ich heb deswegen die Hände. Alles in Ordnung. Möchtest du was essen? Kannst du mich verstehen? Versteh dich. Ich hab Hunger. Dann komm mit. Ich bringe dich zu unserem Feuer. Und dort kannst du etwas zu essen bekommen. Und dann erzählst du uns, wer du bist. Und wir erzählen, wer wir sind. Ihr habt Shayariel bei euch. Du kennst Shayariel? Ja. Wunderbar. Dann wird sie dich auch kennen. Ja. Ja, worauf warten wir noch? Und ich reiche so die Hand. Es ist ein Kind, ne? Also es ist klein. Nee, es ist eine Frau. Aber keine kindlich mehr. Also nicht mehr. Also bei Elfen kann man das immer schwer einschätzen. Ey, für mich, also wenn sie so groß ist wie ich, würde ich sie definitiv nicht mehr erkennen. Okay. Dann reiche ich ihr natürlich nicht die Hand, sondern weiß einfach nur so. Kommst du mit? Ich glaube, das wäre ein Fehler. Warum? Bin nicht gut in Gesellschaft. Aber du hast Hunger, hast du gesagt, oder? Ja. Sehr sogar. Dann komm mit. Kannst du vielleicht Jayarin einfach herholen? Nee. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu auffällig umständlich, was du hier versuchst. Sag einfach,
Feyaria ist da. Feyaria? Ja. Und du möchtest mit ihr sprechen? Ja. Mhm. Wie genau sieht die aus? Also sieht die auch irgendwie ein bisschen verlottert aus? Oder? Also, ja, so, ja. Also so ein paar Äste im Haar oder und wie gesagt, die Klamotten sind ein bisschen abgenutzt. Feyaria, okay. Mhm. Ja. Dann. Pass auf, da draußen. Schleicht etwas durch die Dunkelheit. Ja, du? Nein. Was anderes. Etwas Böses? Ja, es verfolgt mich. Es jagt mich. Danke für den Ratschlag. Und du bist dir sicher, dass du nicht mitkommen möchtest essen? Es sind so viele Menschen dort. Ja, ich habe schon mitgekriegt, dass ihr Probleme habt mit Menschen, ihr Elfen. Kann ich auch nachvollziehen. Wir sind auch manchmal ein echt merkwürdiger Haufen. Es geht nicht. Okay. Dann höre ich jetzt einfach auf zu labern. Und geht zurück zur Truppe, zum Feuer, wo ich wahrscheinlich Lumin auf dem Weg treffe, wie genau, er so eine der kommt mit einer Fackel irgendwie hat. Anmarschiert. Beschwichtige. Alles klar. Ich habe eine Freundin von Shayaril gefunden. Sieht echt nicht gerade gut zurecht aus. Hat darum gebeten, dass wir Shayaril holen. Ich sehe nicht, dass noch was mit ihrer Sippe passiert ist. Ich habe keine Ahnung, aber ich muss auch echt zugeben, ich habe einfach immer noch nicht so richtig gerafft, worum es bei den Elfen eigentlich geht. Das ist okay. Nee, sie hatte ja erzählt, wir hatten ja, als wir über Vampire gesprochen haben, erinnerst dich, dass eine von ihnen diese Krankheit hatte. Nicht, dass sie eine der Überlebenden ist. Aber dann wäre ich, glaube ich, jetzt nicht mehr hier. Also ich habe gerade wirklich echt unbewaffnet mit ihr, ja. Nein, ich meine einer der Überlebenden und vielleicht wurde ihr Dorf angegriffen von ihrer Freundin oder so. Ja, das kann sein. Sie hat auf jeden Fall darum gebeten, dass Shayaril... Wir sollten sie holen. Shayaril kann das am besten entscheiden. Ja. Und er geht. Auch wenn er hin und wieder ein bisschen schwerer atmet. Ich werde den Teufel tun und dir meine Schulter anbieten zum Aufstützen. Ich glaube, dann haust du mir eine runter. Nein, werde ich nicht. Ja, Dana kümmert sich auch um die Wunden von Lumin. Jetzt bleib aber auch mal hier. Ja, wir müssen erst mal gucken, Shayaril. Nein, du musst erst mal deine Wunden versorgen. Ja, aber... Hinsetzen! Ribbit! Borislav. So ein bisschen vielleicht blickt der fünfjährige Lumin gerade kurz ein bisschen durch. So ein bisschen... trotzig, aber setzt sich dann sind genug dann andere hin. Männer hier, die den Orasia begleiten können. Snorri, würdest du? Ja, klar. Nur aufpassen, dass nichts passiert. Vielleicht sind Goblins hier noch in der Nähe. Die sollen mal kommen. Genau. Also ich schließe daraus, dass Shayaril nicht in dem Haus ist, wo die anderen gerade sind. Och, die war ja da, hat Dana ja geholfen mit den Heilkräutern. Ich spiele so Windharfe und singe so vor mich hin, um die Heilung der Menschen und Elfen zu beschleunigen. Und genau, ihr müsstet mich, glaube ich, ansprechen und mir das erzählen. Ja, Mayo. Da würde ich sagen, sie sollte nicht hier sein. Sie hat sich eigentlich in die Wälder zurückgezogen, weil sie Kontakt hatte mit dieser Krankheit, wo man sehr viel Hunger hat und Blut haben möchte. Das heißt, die jetzt da drüben sitzt, ist die diese Krankheit hatte? Ja. Also oder würde wieder aufstehen wollen. Das haben wir vermutet. Und das wäre schlecht für uns alle, wenn sie hier wäre und sich das so weiter ausbreitet. Also die Menschen, die das hatten, die waren wirklich schwer zu kontrollieren, nachdem das erstmal ausgebrochen war. Damit ist nicht zu spaßen. Das ist, wir sollten da sicher gehen. Aber ich meine, sie will auch mit mir reden und wir... Du solltest auf jeden Fall mit dir reden, aber halte Abstand. In meiner Sippe.
wie gesagt, wir sollten mit dir reden oder du solltest mit dir reden, aber halte Abstand. Vielleicht kann jemand mitkommen und zumindest, ach nee, das sieht sie natürlich wahrscheinlich. Natürlich komme ich mit. Also das zumindest ist, so im Hintergrund, nein, das falls tust sie sich du nicht. Belehrt. Wenn es auch nur die Gefahr ist, dass es eine von diesen Vampiren ist. Es kann auch Snorri sein, wenn er nicht zu müde ist. Oder ich schaff das schon. Adepter nehme ich eher nicht mit. Mit den Kreaturen ist nicht zu spaßen. Wir sollten möglichst viele sein. Um ja, und ein verletzter Krieger schafft da überhaupt keinen Mehrwert. Sitzen bleiben. Sie auch nicht mit mir reden, aber vielleicht kann Snorri mitkommen oder einer von den anderen. Adepter Tassia. Gilberto zieht so seinen Hut. Ich komme mit. Sehr gut. Haltet kommst Abstand. Snorri auch mit oder Adepta oder? Na klar komme ich mit. Snorri. Silberhaar. Darf ich euch daran erinnern, dass wir heute schon einmal einen Konflikt provoziert haben und dass es vielleicht ganz gut wäre, wenn wir das nicht wiederholen? Ja, haltet am besten einfach ein bisschen Abstand. Ich versuche erst mit ihr allein zu reden und wenn was passiert und sie mich ansteckt oder so. Dann können wir ungefähr was tun? Abstand dann, halten, während du mit ihr redest. Könntet ihr so einen Pfeil und einen Bogen bereit haben oder einen Zauber? Ich habe noch eine Armbrust dabei, wenn einer damit umgehen kann. Ja, aber das war so schwierig, die zu töten, diese Wesen. Vielleicht Nüsse, magische Nüsse oder so Kräuter oder ich weiß nicht. Letztes Mal haben so Nüsse geholfen. Was für Nüsse? Ernsthaft? Das waren, glaube ich, so welche, die hatte ich da so gefunden. Meint in dem Fexbeutel, den du hattest in der Hand, ja. Ne? Fexbeutel? Da waren so Nüsse drin und die habe ich da so einem Menschenkrankheit, also so einem Menschen mit dieser Krankheit gegeben und dann so also, so ein, ich zeige mal mein Geldbeutel, so ein Beutel mit einem Fex-Symbol drauf, mit Nüssen drin. Ja. Hatte sie uns doch hier bei dieser Feier oder bei deren Abendessen in Grango erzählt und den rausgeholt. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ja, ne, sagt Lubin aber. Also. Ja. Holla. Ernsthaft? Ja. Das hat geholfen. Alles andere ging irgendwie nicht. Den Kopf vom Körper trennen hilft auch. Ja, aber das, also ich habe nur so Dolch und Bogen, das hätte ich nicht hinbekommen. Alles gut, aber Snorri hat eine Axt. Aber Snorri, du musst. Ich kann ihn nicht alleine da. Also ich bleib draußen, ich lasse euch das machen, keine Frage, aber ich muss helfen, falls es. Bist du? Nee, ich weiß nicht. Ich habe leider auch also alle meine Magiefähigkeit ein bisschen im Kampf aufgebraucht. Ich kann jetzt nicht mal mehr ein Tier schicken oder dir irgendwie Bescheid geben, wenn wir vielleicht, dich brauchen. Vielleicht hast du Glück. Sprich mit deiner Freundin, aber sei vorsichtig, geh nicht zu nah an sie ran. Das mache ich. Und können wir bitte später noch mal kurz über diese Nüsse sprechen? Also das klingt jetzt komisch, aber ich kann das aufklären. Du hast ja noch Mitscheuerin. Kann sein, ja. Also nicht alle, aber ein Teil. So, dann gehen wir mal los. Und ich näher mich dann vorsichtig. Lumi würde tatsächlich auch aufstehen wollen und mitgehen. Zumindest ich vor diese Tor. Ich wink ihn ab und sage ihm, er soll sitzen bleiben. Aber ich kann helfen. Das ist mir irgendwie ein Lachen. Kannst du nicht so, hinsetzen. Alles gut. Moment. Doch kannst du. Habe ich heute verstanden. Ich möchte dich trotzdem bitten, tu es nicht. Ich habe hier Adapter Tassia an meiner Seite, das wird ganz wunderbar. Macht euch bemerkbar, wenn ihr Hilfe braucht. Und sehr widerwillig, aber ihr guckt noch mal so ein bisschen zu Alricio und zu den Blicken, die auf ihm lasten und sagen, setz dich. Dann würde er ein bisschen zögernd, aber wird sich dann hinsetzen. Ich sag so zu Snorri, ey, ich glaube, ernsthaft, Lumin und ich werden die besten Freunde. Todernst. Das will ich sehen. Ihr Liebfelder habt echt komische Arten, Freundschaften zu schließen. Komisch für den einen, absolut normal für den anderen. Gut, ich gehe dann mal los und suche sie mal. Ja, Alricio wird dir wohl das Haus zeigen, wo die sich drin aufhält. Okay, und ich finde sie auch? Ja, hockt hinter so einem Fass.
Du. Sieht ziemlich verlottert aus. Du wolltest mich sprechen. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du beschlossen, die Wälder zu gehen. Und das war im Reichsforst. Und jetzt bist du hier und willst mit mir reden. Bin viel gereist. Hab versucht, so weit wie möglich weg zu sein von der Sippe. Das ist vernünftig, aber jetzt bist du hier mit den anderen. Ich hab euch vermisst. Ich habe euch auch vermisst. Ja. Muss euch warnen. Wovor? Etwas ist hier in den Wäldern. Und was ist hier in den Wäldern? Wir haben schon Kobolde getroffen. Ein Schatten. Ein Schatten? Er jagt mich. Er jagt dich? Ja. Und hier bist du sicher? Nein, bin ich nicht. Das heißt, nicht auf Dauer. Du fliehst die ganze Zeit vor ihm? Ja. Was will dieser Schatten von dir? Weiß ich nicht. Mich töten? Dich töten? Was? Kannst du ihn näher beschreiben? Schatten halt. Ist schnell. Der schneller Schatten? Hat der eine Figur, eine Form? Sieht der aus wie ein Wesen, wie ein Tier? Vielleicht ein ähnlich wie wir. Ein elfischer Schatten. Ein elfischer Schatten. Ich glaube, in diesem Traum, den wir hatten, diesem Albtraum, da kam sowas vor, so ein elfischer Schatten, aber ich erinnere mich nur noch dunkel. So ein Wesen der Finsternis, das elfisch ist. Ich hab euch gesehen im Wald, wie ihr hier durch die Wälder gelaufen seid. Hast An du dem Turm. Verfolgt im Turm? Ich hab versucht, Abstand zu halten. Aber ich dachte mir, ich muss euch warnen. Das geht vor. Aber was können wir tun mit diesem Schatten? Was kann ich für dich tun? Weiß nicht. Bin so allein. Ja, es ist für uns immer schwierig, von der Sippe abgeschnitten zu sein. Du hast keine Ahnung. Du bist sehr mutig, dass du diesen Weg gegangen bist und dich dafür entschieden hast, die anderen zu schützen. Das ist ein echtes Zeichen von Stärke. Ja. Möchtest du mir noch sonst was sagen? Sie ringt mal und sieht wirklich, dass sie mit sich ringt. Nein. Nicht wirklich. Und was hast du jetzt vor? Möchtest du hier bleiben? Möchtest du weiterfliehen? Vielleicht können wir diesen Schatten ja vertreiben. Ja, das vielleicht. Können das deine Gefährten vielleicht? Ich hoffe, dass Menschen? Vielleicht schaffen das, den Schatten ausfindig zu machen und... Wie ist das unter Menschen? Wie ist was unter Menschen? Leben. Leben? Sie sind sehr merkwürdig. Sie sind so... Sie können nicht mit Tieren sprechen und sie können den Wald nicht so richtig deuten und sie streiten sich einfach so, warum auch immer, anstatt einfach sich
miteinander auszutauschen und in Harmonie zu leben. Und sie haben Gottheiten. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Also ich vermisse auch die Elfensippe. Es ist schon auch sehr einsam so unter Menschen. Sollen wir vielleicht ein bisschen wegen der alten Zeit zusammen singen? Ja, das können wir gern tun, aber wir sollten vielleicht Abstand voneinander halten. Ich Ja, möchte mich ja, nicht von ja. dieser Krankheit anstecken lassen. Und meinst du, dass die anderen dazukommen können oder möchtest du mit mir alleine sein und bleiben? Ich will niemanden gefährden. Okay. Dann warte. Dann, ja, dann hole ich, glaube ich, meine Windharfe heraus und versuche möglichst Abstand zwischen uns zu bringen. Und wir fangen an zu singen. Die anderen hören von drinnen vierstimmigen Gesang. Weil beide zweistimmig singen. Als ihr geendet habt, wie seufzt sie schwer? Danke. Es war mir auch, ja, es hat mir gefehlt. Es war auch, ja, auch danke dir. Und ich hoffe, dass sich unsere Wege irgendwann wieder kreuzen. Eine Träne rinnt ihr so über die Wange. Ja. Ist es zu viel verlangt, wenn... Ja, es ist zu viel verlangt. Was soll ich tun? Nein, 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 ich kann dich das nicht bitten. Ich bin skeptisch und überlege, was könnte sie wollen? Bist du sicher, was? Also, solange es mich nicht gefährdet und die Gruppe, diese Menschenwesen, kann ich schon was für dich tun, denke ich. Beißt sich so ein bisschen selber auf die Zähne. Es ist ungefährlich, glaube ich. Okay. Sicher? Worum geht's denn? Einfach nur eine Umarmung. Das ist mir, glaube ich, zu nah. Dann bin ich zu nah an deiner. Weiß ich nicht. Würde ich ja wirklich gerne, aber wenn du die Krankheit so über Hautkontakt übertragen würdest, dann wäre das ja schlecht. Ich verstehe das. Ja, ich verstehe das wirklich. Das ist mir, glaube ich, zu. Und in dem Moment springt sie nach vorne und drückt dich gegen die Wand und entblößt zwei nadelscharfe, lange Reißzähne. Okay, dann würde ich vielleicht mal. Ihr hört von draußen, also Rizzio und die anderen, also hört das ein, dass es. Das Lied hat geendet und dann dieses laute Gerumpel und dann einen erschreckenden Schrei vielleicht von Shayariel. Ich Ja, aber würde. die hat unglaubliche Kraft und drückt dich halt mit Leichtigkeit so irgendwie einen Meter, irgendwie so, nicht einen Meter, aber so zwei Hände breit so hoch an die Wand, hält dich so am Hals, am Schlawittchen fest gegen die Wand gedrückt und Ich würde mal die anderen rufen und dann versuchen, mit dir zu reden. Ein jetzt habe ich Schatten. Folgendes getan. Moment. Im Vorfeld habe ich Folgendes getan. Ja. Ich habe, weil ich einfach immer was zu essen dabei habe, ja, wie sich das gehört als Reisender, natürlich noch so zwei Nüsse irgendwo. Und die habe ich gesegnet. Warum auch immer, aber ja. Auf dem Weg hierher. Nein, die habe ich auf dem Weg hierher gesegnet. Einfach, weil es geht und weil ich dachte, ey, was zum Geier, wie bitte? Und das hat diese Krack, was, das hilft? So, und ich jetzt gerade Angst hatte, deswegen habe ich diese zwei Nüsse gesegnet und die pfeffer ich ihr jetzt an die Schläfe. Ich komme rein und, ah, hier, nimm die Nüsse.
Riccio tritt ein, sieht die Situation, schmeißt die Nüsse, die einfach nur von der Person abprallen. Dreht dann aber längst den Kopf weg und ruckt Shayariel dann mit einer wahnsinnigen Körperkraft irgendwie zur Seite weg und du fliegst quasi so zwischen zwei halb verfallene Regale. Und das war wirklich mit krasser Wucht, wie sie dich da geworfen hat. Du hast einige Male, also das schmerzt unglaublich jetzt so irgendwie auf dem Rücken, wo du da reingekracht bist. Und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ist sie sofort vor Ariccio. Und du siehst halt auch diese Eckzähne jetzt. Aber ich habe dich unterbrochen, Shayari, Entschuldigung. Ich bin quasi benebelt und bewusstlos auf dem Boden. Kurz hinter Ariccio huscht ein Schatten an Snorri vorbei, der auf diesen Schrei reagiert hat. Und etwas, das sieht dann auch Ariccio, weil sich wie jemand, diese Kreatur, die gerade vor ihm steht, etwas in die Seite rammt. Das lange, spitzes, schimmerndes. Und die Figur zur Seite bewegt, der Vampir vor dir zur Seite bewegt wird. Ein kreischendes Aufschreien der Gestalt. Und dieser Schatten, der sich da an euch der ist einfach nur an euch vorbeigelaufen. Hab den gar nicht gesehen, kein Geräusch, kein gar nichts. Kauert jetzt über dieser Gestalt, die sich auf den Boden geworfen hat. Etwas Helles blitzt auf. Und dann zerfällt die Gestalt die elfische Gestalt unter dieser schwarzen, unter diesem schwarzen Ding zu Staub. Oh ja. Und das ist das Erste, was Shayariel erwacht aus dieser kurzen Ohnmacht, sieht dann diese schwarze Gestalt über ihrer Freundin kauern, das Aufblitzen Ariccios erschrecktes Gesicht und dann zerfällt die Elfe zu Staub. Und auf einer für euch beide fremden Sprache, die ihr vielleicht von Lumin schon mal gehört habt, hört ihr so ein 3. Richtet sich die Gestalt wieder auf, schaut sich um, steckt diesen langen Dolch weg, der jetzt tatsächlich aufgehört hat zu schimmern. Schaut euch an. Alles in Ordnung? Seid ihr verletzt? Auf welcher Sprache? Gareti mit Akzent. Ihr Gesicht, also sie hat, ihr Gesicht ist frei, sie trägt Turban, ihre und so typische Thulamidenkleidung, eine Weste, einen langen Mantel mit langen Armen. Langen schwarzen Mantel, der sie langen vorher schwarzen verhüllt Mantel. Hatte. Ja, den ich vorher komplett eigentlich eingepackt hatte. Mein Blick geht so zu Shayariel. Kommst du klar? Ich glaube, ich muss mich erstmal sammeln und trauern. Also ich glaube, ich bin gerade erstmal verwirrt von dieser Situation und dann vor allen Dingen, glaube ich, traurig und wütend und mit mir selbst beschäftigt. Und den Schmerz vergesse ich darüber, also den körperlichen Schmerz vergesse ich darüber. Weil ich meine, jetzt ist quasi meine engste Gefährtin aus der Elfensippe gestorben. Gut, das ist ein Problem weniger. Ihr wart echt zu unvorsichtig, aber ich habe gedacht, ihr packt das vielleicht irgendwie, aber scheinbar ja nicht. Also, würdest du dich vielleicht mal vorstellen oder so? Herr Schmero, freut mich. Die Zülbe zum Gruße. Mhm. Ariccio Ludovico di Grango. Oh, aus dem lieblichen Feld. Mhm. Ja, sagt man bei uns nicht mehr so. Entschuldigung. Horasreich, ja, Horasreich. Wie, das sagt man nicht mehr, mein Snorri. Nee, Mann, das sagt man nicht mehr. Das ist die Gegend. Ja, also wenn ich sage Golf von Bremen, dann ist das Golf von Bremen. Aber nicht Torwahl. Stehste? So, ja, das ist falsch.
Jetzt wendet Tashmiro den Blick zu, wende ich den Blick zu dem zu Snorri. Und man sieht so ein leichtes Erstaunen in ihrem Gesicht, weil sie hat scheinbar nicht registriert, dass das ein Torwaller ist, so ein bisschen. Oh. Torwaller. Ich sehe schon Ja, eine bunte Truppe. das ist Nori. Freut mich. Was hat Lumin gemacht, als er irgendwie aus der Ferne den Schrei gehört hat? Der hätte nichts mehr gehalten, er hätte sein Schwert gegriffen und wäre sofort hingerannt. Egal, in welchem Prozedere sie gerade dran war. Dann trittst du jetzt quasi dazu und siehst halt diese schwarze Gestalt mit Alricio reden. Ja, währenddessen stelle ich wahrscheinlich gerade Shayariel vor, die, ich vermute jetzt mal immer noch so ein bisschen sehr in Gedanken verloren, in die Dunkelheit schaut. Sieht man Tashmerus Ohren? Nein, das sieht, man sieht keine Ohren. Ein Die hat ja einen Turban Turban auf. auf Dann und sieht würde er nichts. erstmal, weil er wahrscheinlich die Asche in dem dunklen Raum nicht sieht, Ja. er sieht eine Shayariel, boah, ich stolper immer drüber, ne? Shayariel in der Ecke sitzen und wahrscheinlich gerade irgendwie so ein bisschen panisch gucken. Aber ich werde wahrscheinlich beim Anlaufen schon irgendwie so ein paar Wortfetzen gehört haben. Das heißt, sie sind da irgendwie am Reden. Deswegen wird er nicht sofort auf diese dunkle Erscheinung zustürmen, sondern erstmal tatsächlich fragen, was ist hier passiert? Und wird Das ist aber Lumen Geldor von Tralo. Tashmero. Ah, schön. Habe ich euch endlich gefunden. Naja, was hier passiert ist, fragt ihr. Nein, ja, die Elfenfreundin von eurer werten Shayariel ist sowohl erst Shayariel und dann auch Arizio angegangen. Und naja, so etwas sollte man nicht am Leben lassen. Also habe ich es vernichtet. Also war sie ein Vampir. Ja. Es tut mir unfassbar leid, Shayariel. Wie habt ihr sie besiegt? Und Lumin steckt jetzt langsam sein Schwert wieder weg. Ich habe da so meine Methoden. Du hast sie alleine besiegt? Sie war abgelenkt, da geht das. Den Trick müsst ihr mir verraten. Es würde dir nichts bringen, wenn ich dir den Trick verrate. Also verrate ich ihn dir einfach nicht. Vielleicht später mal, aber. Okay, wir sollten vielleicht ans Feuer gehen. Irgendwo, wo es heller ist. Können wir Und gerne du tun. könntest erzählen, was dich hierher geführt hat. Kann ich machen. Lumin macht Platz, in der Tür. Ich würde bleiben in dem Raum. Ich gehe nicht mit. Ich setze mich neben Shayariel und sage einfach gar nichts. Du merkst eine etwas größere Hand auf deine Schulter kommen, Alricio. Du machst das schon. So ein bisschen tätschelt auf deine auf Richards Schulter und guck nochmal zu Shayariel. Nochmal mein Beileid. Und würde dann so eine ausladende Geste oder einladende Geste zu Tashmero machen. Sie schaut ihn an, sie kann noch nicht gehen und würde sich dann zu Shayariel tatsächlich begeben. Sich neben sie knien. Es tut mir furchtbar leid, aber es ging nicht anders. Sie hat gelitten, das habe ich, das wisst ihr. Das weiß ich, ihr habt das Beste getan, aber es war trotzdem. Ich hätte es mir anders gewünscht, dass wir diesen Schatten besiegen und wir ein Heilmittel finden. Und wahrscheinlich war es für sie das, was sie sich auch gewünscht hatte, aber so zumindest habe ich das gehört, dass es ihr lieber wäre zu sterben, als weiterzuleben. Aber ich hätte es nicht gekonnt. Ja, das muss getan werden. Ich mache Ich es glaube, manchmal auch nicht gerne, aber. sie hat das absichtlich getan und berechnet, dass das passieren wird. Aber ihr spracht von einem Schatten. Ja, sie hat einen Schatten in den Wäldern, von einem Schatten in den Wäldern erzählt, der sie verfolgt. Und deswegen sei sie nirgendwo sicher. Vampire sind doch echt seltsam, gerade die elfischen. Ja, ich weiß es nicht, Ich denn wir ver. haben mit diesem Albtraum ja auch was von diesem Schattenwesen gehört. Also vielleicht ist da doch mehr dahinter. Ich glaube, mit Schattenwesen meinte sie das tatsächlich mich, weil ich sie auch schon seit einer ganzen Weile Ah. verfolge, weil sie euch verfolgt. Aber Okay, was ist gut. das jetzt mit dem Traum und dem Schattenwesen? Naja, es gibt doch diese komischen Legenden von diesen
abgefallenen Elfen, der sich vom Licht abgekehrt hat? Ja. Aber seit wann verfolgt ihr sie denn? Ja, sie sind halt eine Gefahr für die Menschen und für andere. Wie die anderen, alle anderen Vampire auch. Können die Welt ja nicht dem 13. überlassen. Und ihr seid ganz zufällig hier mitten im Wald über den Weg gelaufen? Nun ja, nicht ganz. Also zufällig bin ich über den Weg gelaufen. Eigentlich habe ich nach euch gesucht. Zur Und Zeit so auf warum? Lumin. Auf mich? Ja. Und wieso? Euer Vater schickt mich. Mein Vater? Mhm. Respektive eigentlich eher mein Orden, aber auch euer Vater. Okay. Er scheint sichtlich irritiert zu sein. Welcher Orden dürfte das sein? Sie greift so an ihre Seite und schnallt so einen Fäustling los und setzt ihn auf den Boden. Und im Fackellicht, oder hält ihn fest und fackellich sieht man, dass es genau der Hammer ist, den Lumien der beim Flock dabei war. Die war bei meinem Vater. Wo ist der Flock? Habt ihr ihn wiedergefunden? Jetzt guckt er tatsächlich sehr schuldbewusst so ein bisschen nach unten für einen Moment. Er hat sich aufgelöst, nachdem wir eine dunkle Kreatur damit besiegt haben. Eine dunkle Kreatur. Im wahrsten Sinne des Wortes. Könnt ihr mir das näher erläutern? Ja, aber ich befürchte, ihr werdet ist. Uns wahrscheinlich dann nicht glauben. Oh, ich habe so einiges in meinen jungen Jahren nicht geglaubt. Ich weiß einiges. Also. Ich würde jetzt sagen, so, ich mache bla, aber du kennst, glaube ich, die Geschichte, du hast da nicht nachgehört oder so, ne? Oh, ich habe es tatsächlich gehört. Doch, du hast es gehört. Okay, gut. Ja. Ja, dann würde ich die Kurzfassung machen und dir von der Geschichte in Grango erzählen, wie wir gegen diese Schattenspinne gekämpft haben in dieser, im Vermächtnis der Gerasim, nicht Grangor. Gerasim, sorry. Wie komme ich auf Grangor? Ja, stimmt. Oh, das klingt gar nicht gut. Da könnt ihr wirklich froh sein, dass ihr diesen Flock wartet. Ja, aber. Ja. Ja. Nee, bitte. Und auf diesem, was Alvichu gesehen hat, auf diesem Fäustel ist eine Santo abgebildet. Ja. Naja. Bin ich also ja, eigentlich umsonst hier es hoch? Es braucht, glaube ich, so ein, zwei, drei, vier, fünf Gedanken, bis Alricio mit der Sanduhr was verbinden kann. Also so bekannt ist der Orden nicht, aber so, naja, wenn er so ganz stark überlegt und so ratterratterratterrat. Also man merkt wirklich wahrscheinlich, wie man Alricio angestrengt darüber nachdenkt, was das jetzt heißt und was das für ein Zeichen ist, aber er kriegt es irgendwann. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, aber ja, gut. Doch, doch, die Würfel sind ganz gut gefallen. Also ich pack dann auch irgendwann den Hammer dann auch wieder weg. Dann müssen wir den für andere Flöcke verwenden. Aber aus welchem Grund hat mein Vater euch geschickt? Naja, wollt halt gucken, wie es euch geht und dann kann ich ihm berichten. Ich hab gesagt, wenn ihr schon mal nach meinem Sohn oder nach diesem Artefakt, könnt ihr auch gleich nach meinem Sohn gucken. Was hat er das so gesagt? Und Lumin guckt tatsächlich ein wenig verwundert. Ja, schon. Er ist ein schwieriger Mensch, das wisst ihr, glaube ich, besser wie ich. Aber er war schon ein wenig besorgt mit ob der Briefe, dass ihr eurer Reise und dem allen. Er ist angekommen, okay. Wie geht es habt ihr noch mit anderen von meiner Familie gesprochen? Na, hauptsächlich mit eurem Vater. War dort ein Sulamidischer Mann mit dabei? Ja. Ging es ihm gut? Doch schon, er hat sich auch noch eigentlich fast noch mehr Sorgen über euch gemacht wie euer Vater. Ihr solltet ihm vielleicht auch mal einen Brief schreiben. Habe ich. Ich hoffe, er hat ihn erhalten. Ja, aber die Briefe brauchen so lange. Vielleicht einfach noch mal einen schicken, aber von hier aus. Ich habe sie gleichzeitig mit dem von meinem Vater losgeschickt.
Ja, dann war es. Er war nicht sehr gesprächig, müsst ihr wissen. Er hat mich halt ziemlich irritiert und finster angeschaut. Oh, das kann er gut. Aber er ist ein guter Mann. Ja, er wirkt kräftig. Und ich glaube, mit seinem Krummsel will ich keine Bekanntschaft machen. Haben schon ganz andere geschafft, aber schön, dass es Ihnen gut geht. Danke für die Botschaft. Gerne. Kann ich euch für. Und ihr wart nur hier, um den, wenn mein Vater den Brief erreicht hat, dann müsst ihr eigentlich wissen, dass es den Flock nicht mehr gibt. Oder es war noch der erste, den ich geschickt habe, und der zweite ist noch gar nicht bei ihm angekommen. Wann war das? Das war. Ich glaube, der Vor. zweite musste noch nicht angekommen sein. Ich weiß So nicht, schnell wann sind sind. die Reiter ja nicht. Wann sind wir ungefähr los? Vor einer Woche oder sowas? Also ich denke mal, das hat Tashmiro nicht mehr mitbekommen, dass da so ein Ne. Brief kam. Okay, gut, okay. Ich Dann. glaube, er hat das Datum Sonst hätten sie eine ja auch nicht Weile. losgeschickt, um dich zu suchen. Okay. Ja, und den Ja, Flock. dann. Tut es mir leid, aber umsonst seid ihr wahrlich nicht gekommen. Das habe ich gerade gemerkt. Dann seid willkommen in dieser recht trostlosen Gegend. Und kalt ist es hier. In der Nähe eines Feuers Es weniger. gut, Shayal, kann ich noch etwas für euch tun, euch irgendwie beistehen? Ich fürchte erstmal nicht, aber vielleicht komme ich mit zum Niemand sollte Feuer. alleine sein, wenn er trauert. Wir sollten sie irgendwie. Was macht man Beerdigen. mit so Vampiren? Beerdigen? Wir Verbrennen? können sie. Sie ist ein Haufen Asche. Ach ja, Ist stimmt. Kajal, Ich. was auch immer sie jetzt ist, ich würde sie so bestatten, wie es deine Freundin Wir haben gewollt jetzt hätte. nicht so richtig Bestattungsriten bei uns. Gibt es hier Das. in diesem. Wisst ihr, ob es in diesem Ort hier einen Bohrungsanger gibt? Ich weiß Stimmt. nicht, wie das Menschen tun, aber wir haben sowas alles nicht. Normalerweise gehen wir dann einfach ins Licht vielleicht zurück. Also das ist die Hoffnung, dass wir wieder in unsere Ursprünge gehen. Das ist eigentlich jetzt kein Grund zur Trauer, aber bei diesem Fall bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie das wäre. Wir bestatten sie einfach ihre Asche auf dem Bohrensanger. Hier. Oder am Waldrand. Wir können sie auch im Wald bestatten, wenn Macht, ihr was das ihr lieber ist. fürs. Es ist eure Freundin gewesen. Ich richte mich dann nach euren Wünschen. Ich kann sie auch an einem schönen Baum bestatten. Im Ja, ich Wald. glaube, Baum wäre besser. Dann mache ich das. Und Tashmiro sucht sich ein Gefäß, das die Asche packt. Würde dann schreiten, um die dann zu beerdigen. Dann würde Lumen sich aufhalten, oder zumindest dir hinterher rufen und sagen, du solltest nicht alleine an den Wald gehen. Wir hatten vor kurzem Probleme mit Goblins. Dann begleitet mich. Ich würde ja, wäre auch mit Chayari gegangen. Ich mache das ja nicht alleine. Okay, ich komme mit. Ich bin ein Ihr könnt euch bisschen ja von. Geht es? emotionslos. Lumen. Aber. Tashmiro weiß von den Goblins, denn die Elfin hat die Goblins angegriffen. Welche Elfin Und die meinst du jetzt? Schamanen getötet. Welche meinst du jetzt? Die du gerade getötet hast. Ah. Ja, die Goblins. Die sind ein bisschen aufgescheucht, oder? Sie haben keine Schamanen mehr? Inzwischen haben sie eine neue, das wissen Lumin und die und Aricio. Das war jetzt Alricio. Also er hat ja nicht immer alles Wort zu Wort übersetzt, oder? Ja, stimmt, ja. Ich habe ja nur so halbes Gespräch teilweise mitgekriegt. Ja. Ja, genau, sag ich Weil dann. ich war nicht schnell genug, um die Schamane zu retten. Sie haben meine neue. Das ist gut. Dann werden sie hoffentlich ruhiger wieder. Vermutlich nicht nach dem, was ich getan habe. Sie guckt so an dir hoch und runter. Ich gucke so ein bisschen verlegen. Ihr habt euch nicht ernsthaft mit deiner ganzen Stamm Goblins angelegt. Ich gehe mal davon aus, in mir steckt jetzt momentan nichts mehr drin. Nee, Dana Aber hat du ja bist halt. alles herausgeholt und Ja, eigentlich aber du wollte hast sie sie sich überall gerade bunden. verbinden, aber naja, offene Wunden hast du noch. Ja. Ihr solltet wirklich wieder euch einen Heiler suchen. So seid ihr keine Hilfe. Ich möchte nicht Ja. auch noch jemanden bestatten heute. Ich lasse aber heute euch garantiert nicht nochmal alleine. Und es geht schon. Ich schlafe gleich und dann geht's morgen schon viel besser.
Und dann lasst uns zum Waldrand gehen und eure Freundin beerdigen, Shayariel. Wie heißt sie denn? Oder wie hieß sie? Pilariel. Es ist ein sehr schöner Name. Dann schließe ich mich ein bisschen traurig und still an und gehe mit. Ja, ich begleite euch. Das Schmöre wird tatsächlich dann aus ihrem Gepäck einen Spaten holen und einen. Ihr müsst mir eins sagen, welcher Baum. Bitte. Suche ich so eine Trauerweide aus und deute darauf. Vorsichtig gräbt sie in ein Loch und stellt dann die Schale mit der Asche rein. Wollt ihr noch ein paar Blumen pflücken? Ich weiß nicht, wie. Mit Blumen Das machen pflücken wir hat sie bei es nicht uns. so. Stimmt. Vielleicht ein Nee, paar ich Blumensamen glaube, säen auf die Erde? ich nehme mal meine Windharfe und singe so noch also ein Lied vor mich hin. Das ist doch schön. Wird, sie traut sich das nicht. Sie sieht, wie Tashmiro kurz, wie ich kurz überlege und an meiner Seite rumnestle, aber dann doch wieder es lasse. Dann nach dem Bohren singend auch dem entspannt dem Lied noch lauschen, bis das Schaljahre fertig ist. Ich gehe davon aus, dass das Lied ein wenig traurig ist. Oder. Tja, so eine Mischung aus unserem Sippenlied und der Geschichte, die, also ihrer Lebensgeschichte, die sie so gehabt hat und unserer Freundschaft miteinander. Und also es dauert schon einfach auch ziemlich lange, bis ich alles erzählt habe. Also unser zusammen Aufwachsen und die Nächte, die wir miteinander verbracht haben. Und naja, ihr könnt euch das alles vorstellen. Davor, gut, dass wir kein Wort verstehen. Es gibt auch schon so ein paar freudige Punkte und da gibt es wieder traurige Punkte. Und naja, ich muss das halt alles nach und nach erzählen, was wir so zusammen erlebt haben. Und Gott, dann auch ein paar Sachen aus der Sippe mit einfließen lassen. ich sehe sogar, dass Lumen sogar zumindest teilweise verstehen wird. Ja, wenn du mit dem Lied fertig bist, dann sieht man vielleicht noch so im Schatten so etwas, dass Lumen sich irgendwas aus dem Gesicht streicht. Wetterschmero tatsächlich auch, einfach weil sie das alles ergriffen hat und dann einfach sie auch Anteilnahme zeigt dadurch. Das ist okay. Das war ein sehr schönes Lied. Es ist aber wirklich kalt jetzt, oder? Der Wind ist zugig. Wir sollten alle ans Feuer gehen. Genau, schließe mich dann wieder stumm an. Ihr solltet das nicht in euch hereinfressen. Shayara lässt sich. Ach. Kaschmero lässt sich zurück. Ich lasse mich zurückfallen, um dann zu Shayariel aufzuschließen. Nicht, dass ihr so endet. Ich möchte es nicht schwarz malen, aber. Ich ignoriere sie einfach. Ja, sie läuft einfach neben ihr her. Wenn ihr reden wollt, ich bin da. Ja, okay. Ihr seid ein Mensch, oder? Ich ignoriere sie weiter. Elfen. Hm. Ja, Lumen wird diesmal tatsächlich vorgehen und hoffentlich den Weg finden. Alricio ist auch mitgekommen, oder? Wäre ja nur für Shayariel da gewesen. Ja. Außerdem, wenn Toshmeru Beerdigungsritus abhalten möchte, das gucke ich mir gerne an. Ja, auf jeden Fall. Sie macht das so einen klassischen Borans Beerdigungsritus. Wenn er Trotzdem. sogar klassisch ist, kann ich den sogar mitfeiern. Also. Also ein bisschen Bohrer. Ja, genau. Ja, da wird Lumen tatsächlich auch, wenn du so die klassischen Zitate, also bei einer Beerdigung war er bestimmt schon mal dabei oder so, dann. Naja. Ja, gerade Sie Lumen fängt da kennt sich einfach mit ja an, auch ohne. mit der speziellen Kult, den Tashmero angehört, ja auch aus. Tatsächlich, ja. Aber der Ritus ist tatsächlich recht klassisch. Aktuell. Also klassisch Punina, ja. Ja, so ist es vielleicht so ein bisschen Mischung oder sowas. Mich, da will ich es selber nicht so Das aus. ist nicht der Al-Anfaner Ritus, ja. Das nicht, ne? Nee, geht mir jetzt eher darum, egal. Stemme Man hört aber, dein Dialekt ist eigentlich, kommt irgendwie was Tulamidisches Das, raus. ja, ihre Kleidung ist ja auch thulamidisch. Also sie trägt Ja. einen Turban, schwarzen Turban, Lumen ist jetzt schwarze auch Weste mit nicht, Kleidung.
Lumen ist jetzt auch nicht so der Profi, was Kleidung in Tulamidien angeht. Dafür hat er kennt einen Punkt. Ihre Kleidung ist auch wesentlich dunkler als die von deinem Mentor. Ich sag vor allem schwarz. Ja gut, okay, das habe ich aber schon bei mehreren Borons-Mitgliedern gesehen, dass die eher im Dunkeln, eher dunkel gekleidet waren. Genau das. Ja gut, Lumen würde aber tatsächlich sagen und vorgehen. Lustigerweise Lumen und mit Fackel in der Hand vor und Richtung Haus, wo wahrscheinlich eine etwas angesäuerte Hexe steht. Ich war noch nicht ganz fertig. Wir haben einen zusätzlichen Gast. Oh, wie schön. Ein Goblin? Nein, Tashmero, richtig? Tashmero freut mich. Oh. Die Zilbe zum Gruße. Ja, Travia zum Gruße. Kommt herein. Ich weiß, es ist jetzt eng, weil, ja, aber sucht euch ein Eckchen. Das geht schon. Vielleicht nicht aufs Schlafgemach, da ist besetzt, aber. Wie geht es ihr? Sieht nicht gut aus. Ach, ich hoffe, es wird besser werden mit dem Kräutersud, den ich angemischt habe. Ich würde auch mal hingehen und mir das anschauen wollen. Bin ja da entsprechend kundig. Ja, mit den ersten paar, der ersten Überblick ist halt, die hat halt Fieber. Was habt ihr gemacht? Ja, die üblichen, erstmal um das Fieber runterzukriegen, natürlich ein paar, so Wickel um die Waden und so. Natürlich jetzt den Kräutersud. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Ich denke, ihr seid auch bewandert. Ja, der wird schon helfen. Gut. Ich lasse auch immer mal wieder einen Blick Richtung Chayariel. Mal gucken, dass es ihr nicht zu schlecht geht. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sie irgendwie abrutscht. Aber. Magister Silberhaar steht dann auf und reißt sich so ein bisschen den Magiermantel irgendwie gerade. Herzlich willkommen. Wie war nochmal der Name? Also, ich bin Magister Silberhaar. Tashmero, freut mich. Jetzt antwortet ihr mit einem lupenreinen Tulamidia. Herzlich willkommen hier im Norden. Ich antworte auf dem lupenreinen Tulamidia zurück. Seltener Anblick. Kann ich mir denken. Ich habe ein bisschen vor, wie nennt man das im Mittelreich, wie ein bunter Hund? Stellenweise. Ja. Eine Augenbraue von Lumen geht hoch. Ich glaube, unser kleines Grüppchen hier ist gespickt mit bunten Hunden. Schaut so zu Chayariel rüber. Ja, es ist wirklich eine. Schaut auch jeden so an, den Fexgeweihten, ja, wenn das sieht man, dass Fexgeweihte ist dann. Alricio? Ja. Alricio sieht man das sofort an, ja. Ja. Rechtes Amulett offen. Vom Fexgeweihten über die Elfe zum, ja, Krieger und zum Torwaller und zu den drei Magiern. Snorri meint, ich bin normal. Ja, schon, aber ist ja trotzdem ein Torwaller, der ziemlich trockenen Boden zwischen sich und dem Land hat. Ich so gehört habe, die Geschichten, die ich kenne, seid ihr eigentlich selten so weit vom Meer entfernt, dass es mehr als eine Tagesreise ist. Habt ihr mal falsch gehört. Das sind dann die Geschichten, die man sich bei uns in meiner Heimat erzählt. Will ich da ja nicht, also ich will nichts gegen eure Heimat sagen, aber die Geschichtenerzähler sind ja nicht besonders gut da, oder? Naja, ich meine, meine Geschichtenerzähler, ich kenne jetzt ein paar, aber.
Also eigentlich seid ihr alle komisch, nur ich nicht. So kann man das auch sehen, ja. Das wohl. Ja, und so voll untypisch bricht den Lachen aus. Und ich habe es für einen Scherz gehalten. Entschuldigung. Wenn das Lachen erklingt, ruckt Lumen so ein bisschen hoch, scheint ein bisschen eingedämmert zu sein. Und freut sich dann einfach nur. Nicht so ruckartig bewegen, meint Dana. Ja, ja, sorry. Also den Verband, den müssen wir morgen auf jeden Fall nochmal wechseln. Ja, okay. Danke nochmal. Ja, ich glaube, ich habe das hingekriegt, dass das bis morgen etwas besser wird. Freut mich. Dankeschön. Äußerst faszinierend, meint Hilberto. Die Frau hat Künstler in Nennung. Also sie kennt sich aus, denke ich. Hm? Sehr fachkundige Hände, das ist richtig. Und einen wachen Verstand. Hm. Vielleicht sollten wir wirklich uns ausruhen. Ein paar Wachen aufstellen, vielleicht, falls die Goblins wiederkehren. Aber zumindest die verletzt sind, sollten auf jeden Fall eine Mütze Schlaf gut gebrauchen. Alritium, vielleicht macht ihr mit mir eine Wache. Ihr schlaft ja sonst immer bei der Wache, aber naja. Ich übernehme gerne die letzte. Aber ich bin eben gerade schon kurz eingenommen. Schlaft durch, meint Dana. Ribbit, meint Boguslav. Ich leg mich mal auf bei der Elfin, also der anderen Elfin, auf den Fußboden und räume mich da zusammen. Ich kann gerne auch eine Wache übernehmen. Zusammen mit der Magistra oder so. Oh, das ist hervorragend. Ich wollte schon immer ein paar Geschichten aus den Tulamidenlanden hören. Ich meinte eure Kollegin, nicht euch, werter Herr Magister. Nee, meint, hat schon, So. Wie hat's gesagt? Ja, wir können gerne. Adeptatas ja geantwortet, ja. Achso, ja, wir können gerne uns ein bisschen unterhalten. Stimmt es, dass man 1000 und einen Rausch erleben kann? Es ist wie überall, wenn ihr Zechen gehen wollt, könnt ihr Zechen gehen. Wir hatten einmal einen Gastdozenten. Aus Fasar. Der hatte eine Wasserpfeife. Das war ganz schön. Also das zieht einen direkt in den Kopf, sag ich mir. Mhm. Das Beste, wenn man mal runterkommen möchte. Nur schwer zu transportieren. Ja. Er hat die Akademie leider um ein paar Bücher erleichtert und ist ziemlich schnell abgehauen. Solche gibt es leider immer auch. Ja, seitdem hatten wir keinen mehr aus Fasar. Aber machen wir. Später weiter. Wache. Ja, Wache. Und das, ja. Sie streckt sich. Lumi liegt an irgendeiner Wand oder so und ist auch kurz, also während ihr noch im Gespräch war, einfach weggedämmert. Dana meint dann so, Borislav, passt du auf den auf, dass er sich heute Nacht nicht wieder irgendwie irgendwohin bewegt. Ribbit. Und so schlaft ihr den Schlaf einer Truppe, die ein paar Goblins ermordet hat und einen Vampir getötet hat. Gerecht wollte ich jetzt nicht sagen, mal gucken. Aber ihr findet auf jeden Fall einen guten Schlaf. Erstaunlich gut sogar. Und an dieser Stelle beenden wir dann auch für heute die Session. Und schauen dann beim nächsten Mal, wie es am nächsten Tag weitergeht und ob die Goblins, das so auf sich sitzen lassen. Was Lumen angestellt hat. Ja, vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Es hat etwas gedauert, bis wir Tashmeru einsetzen konnten, aber alles gut, hat ja geklappt. Prächtig amüsiert über die Truppe.
Herzlich willkommen in der Truppe. Ja, ich hoffe, es hat es euch bisher gefallen. Du hast einen hervorragenden Einstand geleistet. Du hast mit einem einzelnen Stich einen Vampiren umgebracht, wo Lumen sich sämtliche Knochen bei. Mit zwei. Mit zwei. Wo einmal Lumen in die Seite. Ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt. Tja. Also wenn man das Vampir jagen keine Marbo-Priester gebrauchen kann, dann weiß ich nicht wofür. Absolut. Fürs Beerdigen vielleicht, aber sonst. So ungefähr. Mhm. Ja, haben wir Spaß gemacht. So eine chaotische Truppe. Ja, ja. Fast noch schlimmer wie bei der alten Runde gewesen. Hallo? Nein, es ist ja alles super und rund und stimmig. Es ist, passt ja alles. Das ist klasse. Ja, der Streit musste aber auch mal sein, ne? Weil ja. Valerie sagte auch irgendwie, trotzdem Streit eine schöne Runde. Ja, ich fand's super. Ich war tatsächlich erstmal am Anfang so ein bisschen überfahren, weil Pölle richtig losgelegt hat. Fand ich gut. Ich musste mich erst ein bisschen Nein, alles gut. Musste ich mich erst kurz drauf anstellen, aber nee, war gut. Und ich habe extra nicht so groß dagegen gewettert. Nicht, dass ich jetzt super schlagfertig wäre, ja, aber also Lumen weiß schon, dass wenn so viele verletzt wurden und viele dabei gestorben sind, dass irgendwas falsch gelaufen ist. So, aber das groß vor der Gruppe jetzt halt, ne, zugeben. Alles gut, hat er dann auch schwer. Richtig. Deswegen. Dafür ist halt der Stolz dann zu groß. Daune, ja, Marbo-Priester jagen Vampire, also die Kinder der Finsternis. Nicht zu verwechseln mit denen, die den Marbo-Kult gegründet haben, ne, die Kinder der Nacht. Mutmaßlich, man weiß es nicht. Vielleicht ist Tashmero ja auch ein Vampir. Vielleicht. Wer weiß? So viel wissen wir noch nicht über Tashmero. Habe ich was aufgedeckt? Daywalker-mäßig oder was? Großartig, wir haben eine Bladin, hervorragend. Ich würde es feiern. Also da hat Daune schon recht, irgendwie Marbo-Priester haben schon was mit Vampiren zu tun, so ein bisschen. Ja. Ganz bisschen. Aber das kommt vielleicht ja noch. Ja. Das, was Lumen weiß, ist, dass es einfach ein Kult der Tochter des Boron. Aber so genau weißt du da jetzt auch nicht drüber Bescheid. Hatte ich mich bisher ja, also ich habe zwar das, was ich halt so mitgekriegt habe, weil die halt quasi mit uns Geschäfte gemacht haben und ne, dass es halt Kult vom Boron ist, aber wie es ist, Lumen wird bestimmt auch mal den einen oder anderen Boron-Geweihten gefragt haben, aber wie das so ist, so wirklich viel Auskunft kriegst du normalerweise nicht. Marbo gibt's halt, ne, würde sagen. Jo. Und die wissen halt auch nicht so viel, weil das ist so ein Kult, der unterm Radar läuft. Was wollen die auch einem Weidener Krieger irgendwie groß davon sagen? So nach dem Motto, ja, du sorgst halt für Seelen, also, ne, unser Gott hat mehr Arbeit durch dich, so, danke. Ja. Ich bin gespannt, wie das mit Lumen und ob ihr den aufgefangen habt ihr den ja schon. Ich fand die Dynamik zwischen Alricio und Lumen eigentlich ganz cool. Ja. Ich bin gespannt, was dabei so rauskommt. Lumen hat halt noch den Faktor der Unsicherheit, ne? Der ist ja quasi frisch aus der Kriegerakademie und hat nie wirklich irgendwie einen Kampf oder, also klar hat er schon mal einen Kampf mitgemacht, an einen, den er sich kaum noch dran erinnern kann und einen, den er halt, wo er sich sehr, sehr gut dran erinnern kann. Ja, okay, und der mit der Spinne, ja, so. Alricio kommt jetzt auch nicht mit sonderlich super viel Erfahrung um die Ecke. Ja, das ist alle ziemlich unbedarft. Hat das etwa souverän gewirkt, was ich da mit den Goblins veranstaltet habe? Nein. Nein, aber es war recht planvoll. Einzige Souveräne hier war Shayariel im Gespräch mit den Wildschweinen, aber das hat auch nicht viel gebracht. Das war auch gut. Herrlich. Ja, die habe mir Mühe mit gegeben. Mit dem also wenn man ein Wildschwein nach Muttersau fragt, also... Aber Shayariel hat ja auch kein Konzept von Gettern. Für die ist Muttersau und nicht eine Gottheit. Das war richtig. Ja, die reden gerade echt aneinander vorbei, aber weil der eine halt nicht versteht, was es bedeutet. Muttersau gibt's nicht. Shayariel musst du noch zwei oder dreimal mit anderen Tieren reden und dann wundert sich Lumen schon gar nicht mehr.
Jetzt, also du wunderst dich jetzt noch? So. Ja, tatsächlich noch ist er etwas irritiert, wenn sie plötzlich anfängt, irgendwelche Tierlaute zu machen. Ja. Er ist halt ein Weidner, er ist halt ein bisschen schwerfällig mit Veränderungen. Ganz sicher. Aber er ist ja schon offener als vielleicht so manch andere. Ich finde es ja schon ganz gut, dass du nicht sagst, er ist halt ein Weidner, er ist hier lauter gewohnt oder so. Hallo? Na, das Quieken der Schweine im Stall. Ich glaube, Alricio meinte was anderes. Ja. Man muss dazu sagen, Weiden ist eine meiner liebsten Gegenden in Aventurien. Ich bin totaler Weiden-Fan. Zu Recht. Ja. Ja, okay, dann danke, dass ihr da draußen zugeschaut habt. Danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Und, danke, dass du geleitet hast. Danke fürs Leiten, ja. Wenn ihr das hier später schaut auf YouTube oder irgendwo im Podcast hört, lasst uns doch eine Bewertung da oder so oder einen Kommentar. Das würde uns echt freuen. Ich leite alles weiter. Und herzlich willkommen nochmal an Eleanor in der Runde. Nächstes Mal haben wir dann auch den richtigen Snorri, nicht den Koali gespielten Snorri dabei. Bin aber mal gespannt. Und Downey sagt auch, SL loben, Spieler loben, genau. Ja, danke schön. Ja, danke euch fürs Zuschauen auch. Ja, ja. Und ja, wir können ja noch mal ein bisschen Werbung machen. Vielleicht macht ihr mal Werbung für euer Zeug, während ich suche, wo wir gleich noch mal hingehen. Und ja. Vielleicht fangen wir mal bei dem Neuling an. Eleanor, was haben wir denn da zu? Naja, einige kennen mich sicherlich aus der Splitterdämmerungsrunde. Die ist jetzt mittlerweile leider abgeschlossen. Aber wer sich das von Anfang an angucken kann, kann das bei YouTube tun. Da sind auch diverse andere Videos vom Koali. Ich selbst bin nicht so super aktiv. Ich habe noch einen Insta-Account, wo hin und wieder mal was kommt, aber da war es jetzt auch lange ruhig. Vielleicht mache ich demnächst hier nochmal Werbung für die Runde hier. Ja. Bisschen still momentan bei mir, aber jetzt bin ich hier eingestiegen und mal schauen, wie sich das hier mit der Truppe entwickelt, in diesem bunten Haufen. Wird natürlich fantastisch werden. Ja, klar. Was geht denn bei dir, Lumin? Ich bin einzig on air bin ich momentan bei Koali. Punkt. Ich gebe weiter an Pölle. Bin dran. Ja, ich streame bekannterweise die beste Kampagne, die jemals für irgendein Rollenspiel geschrieben wurde, auf meinem Kanal. Und freue mich da immer, immer sehr, wenn wir die nächste Runde spielen. Nächste Woche Samstag ist der nächste Termin. Ihr erinnert mich an was, ich muss noch die Ankündigung schreiben. Wir beginnen mit Grenzenlose Macht, dem offiziell dritten Abenteuer der 7 gezeichneten Kampagne. Ja. Last but not least, Stadtpoetin. Wir sind mit der Nerd Church nächste Woche auf dem Kirchentag. Da kann man uns live und wahrhaftig in Farbe und echt und nicht nur virtuell treffen in Nürnberg. Und es gibt ein Pen and Paper, Lab, Workshop auch, also da kann man hinkommen. Der wird jetzt nicht von mir geleitet, aber von anderen. Sprich, wenn man sowieso Lust hat, nach Nürnberg zu kommen oder da ist, dann kann man da mal vorbeikommen und hören, was Nerds und Kirche miteinander zu tun haben. Ansonsten findet man eben die Nerd Church auch online und mich als Stadtpoetin bei fast allen bekannten Kanälen. Ja, prima. Außer auf YouTube, da nicht, aber überall sonst. Kommt irgendwann noch. Nee, das habe ich schon ausprobiert. Podcast und YouTube habe ich schon ausprobiert, damit bin ich durch. Okay. Gut, ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass ich euch nicht in einen Tabletop-RPG-Stream schicke, sondern in einen Schmalstream. Da malt jemand, glaube ich, so wie das aussieht zumindest, Basis für Warhammer. Also ein bisschen in Warhammer, der philosophiert ein bisschen über Warhammer und malt dabei eine tolle Basis an. Also lasst mal ein bisschen Liebe da und grüßt schön und benehmt euch.
Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen hoffentlich, wenn alles gut geht. Macht's gut. Tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen. Zum Beispiel das da. Oder das da. Mach das mal. Tschüss.